Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Bleiberecht. Heute darf ich euch den Stream zu einer spannenden Podiumsdiskussion Utopie ohne Abschiebehaft präsentieren, welche am 30.08.2020 online ausgestrahlt wurde. Nehmt euch einen Tee und ein paar Kekse und hört gut zu. Recht herzlich unsere Zuschauer und Zuschauerinnen und vor allem begrüße ich natürlich unsere Podiumsteilnehmerinnen und Podiumsteilnehmer, die ich ganz kurz einleitend vorstellen würde. Danach wird es nochmal eine Ansage zu den technischen Gegebenheiten, zu Fragen und so weiter geben und wir werden zum Programm übergehen. Anfangen möchte ich mit Frau Professor Dr. Johanna Schmidt-Rentsch, Richterin am Bundesgerichtshof. Dort unter anderem stellvertretende Vorsitzende des 5. Zivilsenats und befasst mit Abschiebungssachen. Neben ihrer richterlichen Tätigkeit hat sie mehrere Veröffentlichungen auf diesem Gebiet und unter anderem auch ein für die Praxis sehr hilfreiches Skript zusammengefasst, das die Entscheidung des BGH zur Abschiebungshaft bündelt und darstellt. Mit auf dem Podium vertreten Dr. Monika Mogre, Sozialwissenschaftlerin am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Frau Mockre ist unter anderem mit einem ihrer Forschungsschwerpunkte, nämlich der Demokratieforschung, im Rahmen mit der Abschiebehaft beschäftigt und hat hier auch Vorträge gehalten, verschiedene Veröffentlichungen und ist darüber hinaus politisch aktiv im Interesse für Abschiebungshaftgefangene. Als nächstes möchte ich begrüßen Rechtsanwalt Peter Fargusch aus Hannover. Herr Fargusch hat ca. 2000 Mandantinnen in Abschiebungshaftsachen vertreten seit dem Jahr 2002 und hat darüber hinaus auch viele Vorträge gehalten und Veröffentlichungen zur Thematik. Dann schließlich möchte ich begrüßen Herrn Stefan Kessler, stellvertretender Vorsitzender des Jesuiten Flüchtlingsdienstes in Deutschland, dort unter anderem darüber hinaus noch Referent für Politik und Recht. Herr Kessler hat ebenfalls, ist mit dem Thema konfrontiert in Theorie und Praxis, hat ebenfalls zahlreiche Veröffentlichungen zu diesem Thema, unter anderem im Kommentar zum Aufenthaltsrecht von Hofmann-Hoffmann zu den Paragraphen 62 fortfolgende, die eben die Abschiebungshaft im Aufenthaltsgesetz betreffen. Heute ist der 30.08. Warum machen wir diese Podiumsdiskussion? Warum haben wir die für diesen Tag angesetzt? Warum treffen wir uns gerade heute? Dazu wird meine Kollegin Ulrike Lagro von der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche etwas sagen und anschließend werden wir dann die Diskussion übernehmen. Guten Abend auch von mir. Herzlich willkommen an alle, die bei Zoom mitmachen oder uns auf dem YouTube-Livestream verfolgen. Am 30.08.83 starb der politische Flüchtling Cemal Kemal Altun. Und vor 2 Jahren hat Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg ein Interview mit dem Anwalt Percy McLean aufgenommen, aus dem wir gleich einen kleinen Ausschnitt sehen werden. Percy McLean war damals bei Amnesty International aktiv und ist leider dieses Jahr verstorben. In diesem Sinne auch eine kleine Hommage an ihn. Genau, wir steigen einfach direkt ein mit dem Video. Dafür werde ich jetzt meinen Bildschirm teilen. Ja, die Türkei hat dann postwendend gesagt, natürlich, den hätten wir sehr gerne ausgeliefert. Und daraufhin wurde er in Auslieferungshaft genommen. Ihm war damals vorgeworfen worden, in einen Mord verwickelt worden zu sein an einem rechtsradikalen Minister. Dafür war schon jemand anders verurteilt worden. Das war ein vorgeschobenes Delikt, also ein Vorwand, nur um seiner habhaft zu werden und ihn dann entsprechend inhaftiert und foltern zu können. Das ist später im Asylverfahren alles aufgedeckt worden. Cemal Altun wurde als politisch Verfolgter anerkannt vom zuständigen Bundesamt. Dagegen hat dann die Bundesregierung Klage erheben lassen durch den damaligen Bundesbeauftragten. Es kam zur Verhandlung beim Verwaltungsgericht gegen zur Überprüfung der Anerkennung.
Und in diesem Zusammenhang, nach 13 Monaten Auslieferungshaft, war eben Altun derart zermürbt psychisch, dass er diesem Druck nicht mehr standhalten hat. Also kurz vor seiner Rettung im Grunde, die dann wohl auch die Auslieferung verhindert hätte, also kurz vor der Anerkennung beim Verwaltungsgericht, hat er auch noch genau an dem Ort, wo ihm eigentlich Gutes widerfahren sollte, eben diesen schrecklichen Schritt unternommen aus Verzweiflung und ist aus dem Fenster im fünften Stock gesprungen. Wenn gesagt worden wäre von der Bundesregierung, wir liefern ihn nicht aus, dann hätte auch das. Aber durch diese Hängepartie hat das Kammergericht, den Fall ernsthaft zu prüfen, immer die Auslieferungshaft verlängert und gnadenlos den Mann in den Selbstmord getrieben. Das muss man leider so sagen. Es war damals die Zeit nach Machtergreifung der Militärjunta 1980. Da gab es eine finstere Zeit in der Türkei mit Inhaftierungen politischer Gegner und Folter. Alles unstreitig. Erinnert so etwas an die heutige Zeit. Und damals war aber die Türkei als NATO-Verbündeter als ungeheuer wichtig eingestuft worden. Und die deutsche Rechtsprechung hat also mit unglaublichen Tricks versucht, die Türkei vom Asylrecht auszuschließen. Genau dieser Fall wurde als Beispiel eigentlich in der Zivilgesellschaft gesehen dafür, dass man das Grundrecht auf Schutz vor politischer Verfolgung nicht demontieren darf. Es wurden Zusammenhänge hergestellt zur Zeit des Faschismus. Und man hat damals ganz deutlich formuliert, dass das Asylrecht ein Ergebnis unserer faschistischen Vergangenheit war und dass man das nicht einfach wieder demontieren darf. Und insofern hat damals eine große zivilgesellschaftliche Bewegung Anteil an dem Schicksal von Cemal Altun genommen, der offensichtlich zu Unrecht inhaftiert worden war. Man kann doch nicht jemanden, der um Schutz vor Verfolgung bittet, in Haft nehmen. Das war ein Sündenfall, der damals begangen worden ist durch die Rechtsprechung. Man hat also sich als verlängerter Arm des Verfolgerstaates damals geriert. Und deshalb hat das so ein Aufsehen erregt. Ich selbst war damals bei Amnesty International aktiv und habe an der Strafanzeige mitgewirkt, die gegen die Staatsanwälte damals erstattet worden war, wegen Vorbereitung der politischen Verschleppung. § 234 StGB. Meines Erachtens hatten sich die Staatsanwälte tatsächlich dieser Straftat schuldig gemacht. Aber es wurde natürlich mit einer Einsatzbegründung abgelehnt, dieses Ermittlungsverfahren überhaupt nur aufzunehmen gegen die Kollegen. Auch eine Schande für die Berliner Justiz. Also Cemal Altun starb nach 13 Monaten in Auslieferungshaft und am 30. August starben mindestens drei Menschen in Abschiebehaft oder bei Abschiebeversuchen. Einer davon war Rashid Zbay, der starb 1999 an diesem 30.08. in der Arrestzelle des Bührener Abschiebegefängnisses, wo gestern auch die Demo gegen Abschiebehaft stattgefunden hat. Er starb dort an einer Rauchvergiftung. Die Matratze hatte Feuer gefangen und trotz Betätigung des Alarms kamen die Vollzugsbeamten erst nach 15 Minuten. Der 30.08. Altunstod 83 führte zur Gründung von zahlreichen Initiativen von Geflüchteten, zur Politisierung von migrantischen Vereinen, die es in der Zeit gab, und führte dazu, dass sich zahlreiche Unterstützerinnen zusammentaten und neue Initiativen gegründet haben. Auch Pro Asyl zum Beispiel hat hier ihre Wurzeln. Und 83, der 30.08. ist so etwas wie der traurige Geburtstag der breiten Unterstützungsbewegung für Flüchtlinge in Deutschland. Einige Wochen nach Altuns Tod stand eine palästinensische Familie vor der Heiligkreuz-Kirchengemeinde in Berlin und das erste Kirchenasyl begann, damit so etwas
Ich übernehme einfach mal. Damit so etwas nicht nochmal passiert, wurde dann eben von dieser Gemeinde das erste Kirchenasyl ausgesprochen in der Geschichte der Bundesrepublik. Und ausgehend von dieser Frage, dass Menschen sich gewissermaßen aufgrund einer langen Inhaftierung und Zermürbung das Leben nehmen, aufgrund der Perspektivlosigkeit vielleicht, die damit einhergehen, wollen wir uns mit der Frage befassen, ist eine Welt, eine, gibt es eine Utopie ohne Abschiebehaft? Und da würde ich zunächst Frau Dr. Mokre bitte bitten, Frau Mokre, wie ist Ihre Position? Lässt sich eine Welt ohne Abschiebehaft denken? Wie sehen Sie das? Ja, also ich glaube, die lässt sich denken recht einfach. Ne? Und ich denke aber, also wenn wir über Utopien sprechen, also wirklich also über einen Horizont des politischen Handelns, über einen, ne, Nicht-Ort, was Utopie heißt, an dem man sich hinbewegt, dann hängen wir nicht nur an der Abschiebehaft, sondern an der Abschiebung. Und wenn ich diese Geschichte von Herrn Altun richtig verstehe, war ja, hat ihn die Abschiebehaft sicher gebrochen, aber der Punkt war die Angst vor der Abschiebung. Und die Abschiebehaft, wie auch die Abschiebung, haben natürlich damit zu tun, dass Leuten nicht gestattet wird, sich dort anzusiedeln, wo sie sich ansiedeln wollen. Das hat jetzt rechtliche Aspekte, die wichtig sind und die man unterscheiden muss. Also die Frage der Schutzsuche und wenn dieser Schutz nicht gewährt wird bei Leuten, die effektiv verfolgt werden. Ich persönlich politisch glaube allerdings, dass es ein Recht geben sollte auf Migration, ein Recht auf Freizügigkeit und eben ein Recht, sich dort anzusiedeln, wo man sich ansiedeln will, auch wenn man Gründe dafür hat, die in der Genfer Konvention nicht vorgesehen sind. Als Utopie. Mir ist schon ganz klar, dass wir das jetzt nicht übermorgen und auch nicht nächstes Jahr haben werden, sondern eher im Gegenteil, dass wir darum kämpfen müssen, dass die Leute, die wirklich Schutz brauchen, hier bleiben können. Aber eben um an diesem Begriff der Utopie des Horizonts des nicht, noch nicht bestehenden, aber denkbaren festzuhalten. Und ich berufe mich da gerne auf die Charta von Palermo, die 2015 herausgegeben wurde von einer Gruppe dort, wo sich auch der Bürgermeister von Palermo beteiligt hat, wo ihm genau das gesagt wird. Es sollte ein Menschenrecht geben auf Mobilität, was dann automatisch bedeutet, dass es kein Aufenthaltsrecht geben kann, also keine Notwendigkeit, die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts festzustellen. Ich glaube auch, dass im Sinne dieser Utopie die Idee der europäischen Integration durchaus interessant ist. Also die europäische Integration ist zweifellos ein zweischneidiges Schwert. Ich bin grundsätzlich noch immer eine Verfechterin, obwohl ich auch weiß, dass gerade im Asylwesen, etwa über das Dublin-Verfahren, da zu größeren Problemen kommt, eventuell als davor. Aber weil hier ja auch eine der Grundfreiheiten eben die Mobilität ist. Und wenn es diese Mobilität geben kann, geben sollte zumindest, zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, denke ich mal, dass es ein nächster Schritt zumindest des Denkens und Planens wäre, zu sagen, das auch darüber hinaus zu schaffen und sich dann halt auch zu überlegen, weil ich bin mir eben bewusst, da gibt es viele Probleme auch in Bezug auf sich Sozialsysteme, die national geordnet sind. Also die ganze nationale Ordnung ist natürlich auf die Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zugeschnitten. Aber wenn ich über Utopie spreche oder nachdenke, würde ich in diese Richtung denken. Erstmal danke und vielleicht kurz anschließend dann die Frage auch aufgeworfen, was unsere zweite Leitfrage für den Abend ist. Wenn Sie an das bestehende System mit Bezug auf Österreich denken, was wären da so Ihre Hauptkritikpunkte? Welche effektiven Reformen oder welche Reformschritte würden Sie sich wünschen, vielleicht so gefragt? Naja, also wenn wir jetzt konkret werden, dann glaube ich tatsächlich, dass also die Frage der wirklich Schutzsuchenden, die also verfolgt werden, einerseits, dass wir immer problematischere Verfahren sehen, wo also auch Leute, die effektiv Schutz brauchen, diesen nicht bekommen, insbesondere in Bezug auf subsidiären Schutz, also insbesondere dann, wenn die Lage im Land nicht sicher ist. Also das Non-Refoulement-Gebot, also da sehe ich oft große Probleme. Es ist ja beispielsweise auch so, dass Österreich nach Afghanistan abschiebt und es gibt ja sehr vereinzelt, aber doch jetzt auch Dublin-Abschiebungen, die nach Österreich, die nicht mehr stattfinden, weil Richter sagen, das geht nicht, weil das eben nicht gewährleistet ist, die Sicherheit der Personen. Wir sehen eine also wir haben eigentlich eine beständige Verschärfung des Fremden- und Asylrechts seit den 90er Jahren gehabt mit diesem kurzen
Sommer der Willkommenskultur, der auch in Deutschland, glaube ich, ausgeprägter war als in Österreich. Also in Österreich ging es mehr darum, die Menschen nach Deutschland durchzuwinken. Trotzdem muss man sagen, dass Österreich so viele Syrer und Syrerinnen aufgenommen hat in dieser Zeit. Aber das ist für mich wirklich so eine Ausnahmeerscheinung. Ansonsten geht es seither wieder bergab sozusagen aus meiner politischen Sicht. Und um konkreter jetzt auch auf die Abschiebehaft zu kommen, also da ist relevant, dass es eine Novelle gab im Jahr 2017, die ja noch einmal zu erheblichen Verschärfungen geführt hat, insbesondere zu einer Verlängerung der erlaubten Abschiebehaft auf 18 Monate, was enorm ist. Ne? Also das ist, ich meine, da gibt es viele Leute, die kürzer in Strafhaft sitzen. Im Prinzip mit relativ genauen Bedingungen, wann also ein gelindertes Mittel eingesetzt werden sollte, die auch gesetzlich festgelegt sind, die aus meiner Sicht häufig nicht angemessen berücksichtigt werden, aber das ist eine Ermessenssache der Richter und der Richterinnen und ich habe halt mein eigenes Ermessen, das natürlich auch politisch geprägt ist. Sehr starke Tendenz auch, Leute abzuschieben, die ja straffällig wurden. Ich würde sagen, fast unabhängig von der Frage, wie weit sie schutzbedürftig sind, also auch die Frage von Aberkennung von Asyl, was ich auch für hochproblematisch halte, auch wenn es sehr schwierig ist, das also in der Öffentlichkeit irgendwie gemeinsam zu bearbeiten, das ist eh klar, nicht? In dieser Situation, wo also die Straffälligkeit von Migranten, Asylwerbenden so im öffentlichen Fokus steht, aber trotzdem glaube ich, dass wir da auch also ein massives rechtsstaatliches Problem haben. Und in allerletzter Zeit, dann höre ich schon auf, in allerletzter Zeit natürlich auch die Frage, also wie das mit der Abschiebehaft ist in Zeiten von Covid-19, wo offensichtlich nicht abgeschoben werden kann und die Leute dann trotzdem also in der Schubhaft sitzen, ohne irgendwie, dass man wirklich eine Perspektive hat, also auch jetzt von der Behördenseite, das zu beenden mit der vorgesehenen Abschiebung. Vielen Dank. Dann, bevor ich das Wort gerne weitergebe mit der Frage Gesellschaft, Utopie ohne Abschiebehaft, zwei Hinweise, beziehungsweise ein technischer Hinweis, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die Fragen bitte in den Chat. Wir werden die dann den Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern stellen. Das ist das eine. Die andere Frage ist vielleicht für die Zuschauer nochmal zusammengefasst. Es geht ein bisschen immer drunter und drüber, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Abschiebungshaftgefangene sind grundsätzlich keine Straftäter und Straftäter. Ne? Also das nur nochmal zur Klarstellung. Wir reden über eine Haftart, wo Menschen inhaftiert werden, quasi einzig, um sie außer Landes zu schaffen. Und auch da über den Sinn und Unsinn werden wir sicherlich heute Abend sprechen. Aber jetzt würde ich erstmal bitten, Peter Farbusch, zu der Frage Utopie ohne Abschiebehaft denkbar. Ja, nein, wie erstmal damit gestartet wird. Peter, wir hören dich nicht. Du müsstest bitte dein Mikrofon anschalten. Hallo, guten Abend nochmal von hier aus. Das ist gut, dich zu hören und zu sehen bin, weil ich habe hier eine relativ schwache Leitung und bin auf so einer Insel. Und ich sehe Sie gut, wenn Sie mich hören, wäre es schön, mal kurz winken. Okay, wunderbar. Ja, ich habe das mit Schrecken gesehen, das Thema Utopie, Leben ohne Abschiebungshaft, weil wir, glaube ich, nur anderthalb Stunden haben und gleich kommt der Tatort und jetzt haben wir den Thriller Abschiebungshaft hier. Wir versuchen mal, Sie hier ein bisschen dran zu halten. Im Prinzip hat ja Frau Mokra alles gesagt. Wenn ich jetzt hier als Mensch antworten sollte und später antworte ich als Jurist, bin zwar auch Mensch, aber das ist schon bedenkenswert, was wir hier machen. Ja? Also wir rammen so ein paar Zaunpfähle in so ein schönes Stück Erde und sagen, ihr dürft hier rein und ihr dürft hier nicht rein und wir sind ja schon drin. Ja? Und das Ganze rechtfertigen wir so auf die Zufälligkeit unserer Geburt meistens. Das ist schon beachtenswert, ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass in wenigen Generationen das nicht beachtenswert, sondern als verachtenswert gebrandmarkt werden wird. Das geht ja in Richtung Verteilungsgerechtigkeit, große Fragen. Da kann man John Rawls fragen, so. Der hat das ja schon mal versucht zu analysieren, wie man eine gerechtere Welt irgendwie herkriegen würde. Das ist jetzt die Utopie, ja. Das wird ein bisschen dauern. Wir hatten so ein bisschen was, ich schon mal. Das Jahr 2014, Frau Schmidt-Remsch und ich waren da ja aktiv, so halbwegs mit dran beteiligt. Da gab es den Sommer der Freiheit, nenne ich das mal. So, das war nicht nur das Jahr, als Deutschland Weltmeister wurde, sondern das war auch das Jahr, als
innerhalb von einer Woche oder von 10 Tagen erst der Europäische Gerichtshof entschieden hatte, dass man Strafgefangene und Abschiebungsgefangene nicht in einer Haftanstalt unterbringen darf, was auf Vorlage des BGH war das eine Entscheidung, was in Deutschland in vielen Bundesländern gemacht worden war. Dann führte das zu so, ja, dem ersten Exodus. Da wurden die Gefängnistüren wirklich geöffnet, weil es nicht genug Haftplätze war. Und 10 Tage später hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass wir in Deutschland gar keine Regeln für die Dublin-Haft haben. Also um Menschen von Deutschland nach Italien, Frankreich oder wo auch immer zu bringen. Und da waren die Gefängnisse weitestgehend leer. Ich habe mein Büro in Hannover und ich habe mir das angeschaut. Unser Gefängnis war leer. Das war richtig leer. Da war kein Mensch drin. Also das stimmt nicht so ganz. Das waren die Wachtmeister und Wärter, die waren da rund um die Uhr, 3-Schichtsystem und auch, falls mal eine Frau kommt, also auch Frauen dabei. Wochenlang ging das so. Und die Welt ist komischerweise nicht untergegangen. Ja. Und ich habe immer gedacht, naja, wenn man das mal vergleicht, so wenn man so ein Freibad schließt, ein kommunales oder ein Theater oder eine Bibliothek, oder ein Opa, dann ist das weg und das wird nie wiederkommen. Da habe ich mich geirrt. Ja, das Frau Mock hat auch das ja erwähnt, wir haben massive Verschärfungen. Eigentlich haben wir Verschärfungen, seit ich denken kann, seitdem ich Anwalt bin. 2014 hat der BGH dann leider auch eine kleine Kehrtwendung angefangen zu vollziehen, die ich nicht so ganz immer verstehe, aber egal. Seitdem geht es bergab, was die Versuche auch durch Gesetzgeber angeht, hier noch mehr Menschen zu inhaftieren. Darüber können wir vielleicht auch nochmal später sprechen. Ich habe ja jede Menge Zahlen dazu. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit führt. Das wäre eigentlich meine Idee, als meine Antwort als Jurist. Augenscheinlich, ich kann das mal vorwegnehmen, augenscheinlich können wir mit diesem Rechtsinstitut nicht umgehen. Die eigentliche Geburtsstunde, wir haben ja 100 Jahre Abschiebungshaft. Vor 100 Jahren gab es die erste Haftanstalt in Ingolstadt, damals im Wahlbezirk von Herrn Seehofer, bezeichnenderweise, ist ganz interessant. Aber die Geburtsstunde des Abschiebungshaftrechts, die liegt gar nicht so weit zurück, das war das Jahr 2001. Denn da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Menschen, die in Haft sind, auch wenn sie abgeschoben wurden oder freigelassen wurden, das Recht überhaupt haben, festgestellt zu bekommen. War das denn okay oder war das nicht okay? Ja, also das sind 19 Jahre, die wir uns damit intensiv jetzt beschäftigen. Seitdem müssen die Gerichte prüfen, war das okay oder nicht okay. Wenn Sie in die Literatur gucken, vor 2001 finden Sie eine Handvoll BGH-Entscheidungen und eine Handvoll von obergerichtlichen Entscheidungen. Ansonsten hat man einfach zugewartet, bis der Mensch abgeschoben war und hat dann nur noch über die Kosten entschieden. Das war durch das Verfassungsgericht untersagt worden und seit 2001 mache ich das, Sergei Yilmaz hat es ja angekündigt, mache ich das intensiv. Ich kann das kurz, ich habe es nicht ganz auf den Punkt heute, weil ich im Urlaub bin. Also ich habe bis zum Jahr Juni, Ende Juni 2020 habe ich 1987 Mandanten vertreten, also fast 2000. Und davon saßen 991 zu Unrecht in Haft. Ja? Das sind 50%. Und nicht, weil ich das sage, sondern weil das letztinstanzlich so entschieden wurde. Ich mache den Monat. Sind das jeder Gefangene 26 Tage. Ja, und wenn man, ich mal für diese Statistik seit Jahren, denn man kann sehen, dass dass jedes Jahr im Durchschnitt 26 Tage sind. Das ist ganz egal, ob sie im Jahr 2015, 16, 17, 18, 19, 20 sind. Für jedes Jahr sind es 26 Tage durchschnittlich rechtswidrige Inhaftierung für jeden Gefangenen. Das ist doch der Wahnsinn. Ja? Und da muss man sich fragen, woran liegt es? Da können wir vielleicht auch später nochmal drauf zurückkommen. Aber meine Forderung als Jurist ist, das sind ja Regeln, die wir uns selber geben. Das sind ja nicht Regeln, die die Migranten sich gegeben haben, ja? Sondern Regeln, die wir uns geben hier. Und augenscheinlich sind wir nicht in der Lage oder willens oder beides. Es fehlt jegliche Evaluierung dazu, das richtig zu machen. Ich habe mir erlaubt, mal, ich habe Langeweile im Urlaub, habe ich mal geguckt, der 13. Zivilsenat beim BGH, der jetzt dafür zuständig ist, seit September 2020, der hat bis Stand heute 40 also veröffentlichte Entscheidungen zum Abschiebungshaftrecht getroffen und ich habe die mal ausgewertet, sind 24 positiv ausgegangen im Sinne der Betroffenen, das heißt, die saßen zu Unrecht in Haft, 14 waren
gehalten worden, die Haftentscheidung, und dann gab es noch eine PGH-Entscheidung und eine Zurückverweisung, das ist ein bisschen unentschieden. Also es sind 60% beim BGH immer noch. Ja? Und zurück zur Frage Utopie, ja oder nein, wenn wir Regeln, die wir uns selber geben, nicht einhalten wollen oder können, dann dürfen wir dieses Rechtsinstitut einfach nicht anwenden. Schlicht und ergreifend, so ist das. Ja? Dann machen wir ein Moratorium, evaluieren das mal sauber und fragen uns, was machen wir hier eigentlich? Ja? Und wenn man das Ganze dann noch kombiniert damit mit so einem ewig beklagten Vollzugsdefizit, wenn man sich anguckt, wie viele Leute, die in Haft sind, dann tatsächlich abgeschoben werden, ist die Frage, ist das eigentlich sinnvoll, das weiter zu betreiben? Können wir es vielleicht nicht auch als freie Gesellschaft riskieren, dass hier Menschen leben, die wir nicht haben wollten, die es hier trotzdem reingeschafft haben, die auch immer nicht untergegangen sind und ausreisepflichtig sind? Können wir das uns leisten? Ertragen wir das als freie Gesellschaft? Ich glaube ja, denn wenn wir das nicht ertragen wollen, sind wir auf dem Weg in eine totale Gesellschaft, die 100% die Erfassung von allen Ausreisepflichtigen mit Haft und der Möglichkeit, sie abzuschieben, führt in eine totale Gesellschaft, die ich nicht haben möchte. Vielen Dank, Frau Professorin Schmidt-Rentz, Sie waren direkt angesprochen, der BGH war angesprochen, die Entscheidungen waren angesprochen. Deswegen würde ich Sie bitten, die Frage zu beantworten. Utopie ohne Abschiebehaft, können Sie sich das vorstellen? Oder was gibt es für eine Kritik am System, ähnlich wie Ihre Vorredner und Vorrednerinnen das gemacht? Ihr Mikrofon ist leider nicht an. Mit Ton ist immer besser. Ich glaube nicht an eine Utopie völlig ohne Abschiebungshaft, und zwar deswegen nicht, weil kein Staat der Welt sozusagen alle, die zu ihm hinkommen möchten, aufnehmen kann. Was ich aber glaube, ist, dass wir eine reale Möglichkeit haben, mit viel weniger Abschiebungshaft auszukommen. Jetzt muss man natürlich zunächst sehen, es ist für die Behörden nicht einfach, die Vorgaben des Gesetzes für die Inhaftierung zu erfüllen. Das liegt jetzt nicht daran, weil die nicht erfüllbar wären, sondern weil in den Behörden Leute des mittleren Dienstes arbeiten, die auf sowas nicht vorbereitet sind und jedenfalls bislang relativ wenig juristische Unterstützung bekommen und eben auch unter Bedingungen arbeiten, die eine vernünftige Vorbereitung von sowas nicht zulässt. Der eigentliche Grund dafür, dass wir Abschiebungshaft haben, liegt meines Erachtens darin, dass wir als Gesellschaft und als Staat kein klares Konzept haben, wie wir eigentlich mit Migranten umgehen wollen. Ich rede jetzt bewusst von Migranten und nicht nur von Flüchtlingen, die Asylrecht haben. Da gibt es ja klare Regeln. Das ist ein Problem ob der Feststellung der politischen Verfolgung. Aber wir haben ja in großem Umfang Migranten, die jetzt nicht verfolgt sind, sondern die gerne hier leben wollen, etwa um ihre Familien zu Hause zu unterstützen oder weil sie keine Chance in ihrem Heimatland haben. Und ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, und insofern deckt sich das so ein bisschen mit der letzten Aussage von Herrn Fallbusch, dass wir es wagen können zu sagen, wenn einer hier aus meiner Sicht drei Voraussetzungen erfüllt, nämlich hier mitmachen will, unsere Sprache lernen will und unsere Werte akzeptiert, was ja nicht heißt, dass man die eigenen aufgeben muss, dann werden wir in großem Umfang Leuten Chance geben können, ohne sozusagen als Gesellschaft davon Schaden zu leiden. Im Gegenteil, wir brauchen ja, das wissen wir ja eigentlich alle, Zuwanderung, und weil wir selber zu wenig Kinder kriegen, so ganz praktisch gedacht. Und wir können uns das leisten. Das Problem ist halt nur, dass wir uns dazu nicht bekennen, jedenfalls nicht als Gesellschaft bekennen, dass wir vielfach irgendwelche diffusen Ängste ausleben. Aber das ist das entscheidende Problem. Wir haben kein klares Konzept, dass die Leute, die die drei Kriterien, die ich eben genannt habe, erfüllen, hier dableiben dürfen und ihre Chance wahrnehmen dürfen. Das würde dazu führen, dass wir ihnen Aufenthaltsrecht geben und dann sollen sie ihre Chance nutzen und dann kommt es überhaupt nicht zur Abschiebungshaft. Da glaube ich fest daran, dass wir da viel machen können und dass wir auch am Ende viel machen werden. Wir müssen bloß so ein bisschen das Recht haben aufgeben. Ich habe da so ein plastisches Beispiel, die Person nenne ich jetzt, es geht aber nicht um die Person, sondern um den Vorgang.
Da wird dann gesagt, wir brauchen Krankenschwestern, wir brauchen Pfleger für Altenheime. Und dann fährt ein Minister in den Kosovo und wirbt dort irgendwelche Leute an, was ja in Ordnung ist. Gleichzeitig schieben wir aber genau die Leute aus dem Kosovo, die schon hier sind, gleich wieder zurück, weil sie die falsche Fahrkarte gekauft haben, wenn ich das Bild mal gebrauchen darf. Und das müssen wir aufgeben. Nur ganz ohne Abschiebungshaft wird es nicht gehen, weil es gibt immer wieder irgendwelche Leute, die eben kein Aufenthaltsrecht mehr haben, die sich vielleicht straffällig geworden sind, also jetzt nicht wegen irgendwelcher Diebstähle, sondern wegen Kapitaldelikten oder sowas. Und weil wir eben nicht in der Lage wären, nun alle aufzunehmen, die bei uns gerne arbeiten wollen. Vielen Dank, Frau. Dann würden wir auch gerne diese Frage nochmal von Stefan Kessler beantwortet kriegen. Und zwar, Stefan, Utopie ohne Abschiebehaft denkbar. Was bedürft es, wenn du an das bestehende System denkst? Ach Gott, als Vertreter einer christlichen Organisation bin ich ja mit Utopie sozusagen tagtäglich beschäftigt. Wir haben ja nun ein bestimmtes Menschen- und Weltbild, das auch auf eine Utopie ausgerichtet ist. Ich will es mal ein bisschen konkreter machen, weil vieles von dem, was ich jetzt sagen könnte, bereits gesagt worden ist. Und das Karl-Valentin-Prinzip, es ist alles gesagt, aber noch nicht von mir, jetzt hier nicht gelten soll. Wir gehen als Jesuiten-Flüchtlingsdienst ja von der Vorstellung aus, dass unser Land, unsere Gesellschaft aufgebaut ist auf einen bestimmten Wertekanon, dessen Quellen jetzt man so oder so nennen kann. Und zu diesem Wertekanon zählt zum einen die Solidarität und zum anderen, dass es auf jeden einzelnen Menschen gleichermaßen ankommt und der einzelne Mensch im Mittelpunkt auch staatlicher Entscheidungen und staatlichen Handelns stehen muss. Und jetzt drehe ich die Frage nach der Utopie mit der Abschiebungshaft oder ohne Abschiebungshaft um in die Frage eher nach der Vision. Also nach der Vorstellung, das soll denn in der nächsten Zeit zumindest politisch-rechtlich erreicht werden. Und der Gesetzgeber hat ja bereits vorgesehen, dass Abschiebungshaft nur das allerletzte Mittel sein darf. Wir stellen in der Praxis fest, bei der Betreuung von Menschen in der Abschiebungshaft, dass dieser Grundsatz meistens vergessen wird, dass vor allem nie wirklich oder ganz selten wirklich mal geprüft worden ist, ob Alternativen zur Abschiebungshaft für die Sicherung der Abschiebung tatsächlich bestehen oder nicht, ob also tatsächlich Abschiebungshaft das letzte Mittel ist oder ob es nicht möglicherweise noch andere Möglichkeiten gibt, den Menschen habhaft, des Menschen habhaft zu werden, wenn man ihn abschieben will. Wir stellen außerdem fest, dass eine Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Rechtsstaat in der Abschiebungshaft nicht gewährleistet ist, und das ist die Verteidigungsmöglichkeit. Wir haben immer wieder zum einen natürlich Menschen in der Abschiebungshaft sitzen, die gar nicht wissen, warum sie eigentlich in Haft sind. Die also immer sagen, ich habe doch nicht verbrochen, warum bin ich eigentlich hier? Die also das ganze System nicht verstehen. Und wir haben auf der anderen Seite mit einem sehr komplexen, sehr komplizierten System zu tun. Professor Schmidt-Rensch hat das ja vorhin in Bezug auf die Ausländerbehörden verdeutlicht, dass selbst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörden mit dem Recht nicht klarkommen. Erst recht natürlich nicht Personen, die mit dem deutschen Rechtssystem und auch mit der deutschen Sprache nicht allzu sehr vertraut sind. Was also dringend erforderlich ist, ist eine Beiordnung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten
zu jeder inhaftierten Person, wie es im Strafrecht ja auch üblich ist, sodass sich die einzelne Person tatsächlich wehren kann und möglicherweise die Rechtswidrigkeit ihrer Abschiebungshaft feststellen lassen kann. Und einen dritten Punkt will ich erwähnen, oder zwei weitere Punkte will ich erwähnen. Mir käme es, uns käme es darauf an, zu vermeiden, dass Familien durch Abschiebungshaft getrennt werden. Das Leid, das gerade Kinder dadurch erleiden müssen, ist unglaublich. Trotzdem passiert immer wieder, dass mindestens ein Elternteil in Haft genommen wird und dann die Familie draußen wartet, bis die gemeinsame Abschiebung möglich ist. Das, denke ich, widerspricht den zentralen Werten unserer Gesellschaft, was Kinderschutz, was Familienschutz betrifft. Und als letztes angemerkt, das ist jetzt zwischendurch schon mal angesprochen worden. Wir haben in den letzten Jahren einen irrsinnigen Aktionismus des Gesetzgebers gerade im Bereich der Abschiebungshaft erlebt. Da werden völlig neue Haftformen entwickelt, aber es hat nie eine Studie gegeben, nie eine Evaluation der aktuellen Situation. Es hat nie jemand gefragt, wie viele Menschen sitzen eigentlich wo in Haft. Es hat niemand mal wirklich evaluiert, wie viele Menschen werden aus der Abschiebungshaft tatsächlich abgeschoben. Wir wünschen uns, dass vor weiteren gesetzgeberischen Akten erst einmal sauber evaluiert wird, wie die aktuelle Situation ist, ob es und wenn ja, welche Alternativen zur Abschiebungshaft gibt und erst auf einer solchen Basis neue Gesetze, wenn sie denn notwendig sind, verabschiedet werden. Auch dir vielen Dank, Stefan, für dein Statement. Bevor wir aufgreifen, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gesagt haben, würden wir erstmal Ulrike bitte ein paar Fragen aus dem Chat gerne einbringen. Bis jetzt ist da noch nicht so viel los im Chat. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt schon Anmerkungen oder Fragen dort zu formulieren und hinzuschreiben. Ich notiere die dann. Das hat technische Gründe, dass es sehr lange dauern würde, immer alle, die sich melden, freizuschalten, dass alle sprechen. Und das ist dann mit der Audioqualität so. Deswegen bitten wir darum, einfach aufgrund dieses Online-Formats Fragen im Chat zu stellen. Es gibt bis jetzt erst eine Frage an Frau Schmidt-Renz, Sie, bezüglich der Notwendigkeit der Abschiebung von Straftätern, nämlich sind Menschen, die straffällig geworden sind und ihre Strafen verbüßt haben, nicht danach resozialisiert, wäre eine Abschiebung aufgrund der Straftat dann nicht eine weitere Bestrafung, wenn die schon eine Gefängnisstrafe verbüßt haben, die dort Menschen mit deutschem Pass nicht betrifft? Frage nach der Doppelbestrafung letztendlich, dass ja gesagt wird, die Menschen sitzen auf der einen Seite ihre Strafhaft ab und weil sie straffällig geworden sind, das ist dann quasi miteintragendes Argument eben für die Ausweisung und dann die anschließende Abschiebung. Also auch das nur zum Hintergrund. Und was hier die Kritik ist, einmal wurden sie ja schon bestraft, quasi strafrechtlich. Jetzt wird der Verwaltungsakt ergibt eine Ausweisung, der wird dann vollzogen durch die Abschiebung. Und diese Abschiebung könnte man natürlich als weitere Strafe nach der Haft sehen. Das vielleicht nur zum Hintergrund. Bitte, Frau Professor. Ich kann das aus der Sicht der Betroffenen gut verstehen, dass sie das als eine zweite Bestrafung ansehen. Nur von unserem Rechtssystem her liegt es anders. Wir haben eben kein Recht, jedes hier einzureisen, sondern man muss eine Einreiseerlaubnis bekommen oder einen erfolgreichen Asylantrag gestellt haben. Dann darf man hier bleiben und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob es unbedingt notwendig ist, die unerlaubte Einreise durch besondere Strafvorschriften noch unter Strafe zu stellen. Aber man wird sicherlich in irgendeinem Maße immer einen Verwaltungsvollzug haben, weil man nicht jedem die Einreise erlauben kann. Aber richtig, wir können uns überlegen,
warum wir da eigentlich so kleinlich sind und warum wir nicht in größerem Umfang Leute einreisen lassen. Ich würde die Gelegenheit, wenn ich das darf, gerne nutzen, noch zu Herrn Kessler etwas zu sagen, was vielleicht dazu passt. Ich bin voll mit Herrn Kessler einverstanden und habe mich auch selber dafür eingesetzt, dass Betroffene von Anfang an von Staats wegen, ja, Verteidiger nennt man das im Strafverfahren, da sind wir hier nicht, aber jedenfalls einen Verfahrensbevollmächtigten bekommen, der für sie streitet, weil sie das in der Regel gar nicht selber können. Und der ist natürlich viel eher in der Lage, auch die Gesichtspunkte vorzutragen, die Betroffene einwenden können, warum sie denn nicht abgeschoben oder jedenfalls nicht in Haft genommen werden können. Denn diese Gründe, die sowas erforderlich machen und was Herr Kessler ja auch gesagt hat, die werden jedenfalls in den Verfahren, die wir haben, fast nie geltend gemacht. In der ersten Instanz, die ja sehr wichtig ist, da haben wir fast nie irgendetwas mit dem Greifbares von Seiten der Betroffenen. Ich führe das darauf zurück, dass die nicht anständig vertreten sind. Das würde ich also voll unterstützen. Da habe ich auch Vorschläge gemacht, die aber leider kein Gehör gefunden haben. Und das mit dem Aktionismus unterstütze ich auch voll. Es macht wenig Sinn, das Gesetzblatt voll zu schreiben, wenn man sich nicht Gedanken darüber macht, was dabei eigentlich rauskommen soll und rauskommen kann. Also der Aktionismus ist da und er hat nicht viel gebracht. Aber das war jetzt eine kleine Ergänzung, zu der ich nicht gefragt worden bin. Wir kommen sicher auch zu den Themen zurück. Ich würde vielleicht, bevor wir den Aspekt der Doppelbestrafung abschließen, Frau Mock gerne nochmal zu diesem Aspekt, weil Sie auch zu diesem Thema arbeiten, auch gerne einfach nochmal Ihre Position darlegen lassen. Ja, also das ist auch ein anderer Teil meiner politischen Arbeit, wo ich mit Strafgefangenen arbeite, jetzt unabhängig davon, ob sie aufgeschoben werden oder nicht. Ich denke mal einerseits, also es ist ganz klar, nicht? Also wie das rechtlich einzuordnen ist. Also es ist eine Doppelbestrafung im individuellen Verständnis. Es geht um erstens Bestrafung, zweitens Prävention, was ja bei der Abschiebung von Straffälligen immer der Punkt ist. Ich finde es trotzdem, also auch wie das in der Frage war, ich finde es hochproblematisch, weil eben einerseits davon auszugehen ist, dass ich habe meine Strafe abgesessen. Ich habe also das abgegolten, was ich getan habe. Und es gibt ja auch die allerdings zugegebenermaßen völlig theoretische Überlegung, dass das Gefängnis resozialisiert. Jetzt wissen wir, glaube ich, alle, dass das nicht der Fall ist. Oder also jeder, der sich damit beschäftigt hat. Aber im Grunde genommen steht das schon, also bei uns im Strafvollzugsgesetz drinnen. Das heißt, da wird es auch deutlich, dass sozusagen der Staat das selbst nicht glaubt, weil dann müsste ich sie jetzt nicht gleich abschieben. Wenn ich sie gerade resozialisiert habe, dann sind sie ja irgendwie in die Gesellschaft integrierbar. Und es gibt die Fälle, wo man sagt, okay, aber der war ja nie integriert in diese Gesellschaft. Aber ich meine, dieser bei uns zumindest, das greift auch, wenn jemand, weiß ich nicht, mit 3 Jahren nach Österreich gekommen ist und dann irgendwie Anfang 20 straffällig wird. Nicht? Kann der dann abgeschoben werden in sein Heimatland sozusagen. Ne? Und daran kurz anschließend würde ich ganz gern, weil mein Herr Fallbusch hat von der Verteilungsgerechtigkeit gesprochen und ich frage mich schon auch immer bei diesen Abschiebungen von Straffälligen, also auch wenn wir davon ausgehen, das sind gefährliche Personen, ne? Aber wie ist das mit der Verteilungsgerechtigkeit, wenn wir dann die gefährlichen Personen woanders hinschieben und quasi sagen, also sie sollen bitte daheim vergewaltigen und nicht hier. Ne? Also global gesehen sehe ich da wirklich ein grundsätzliches, auch ethisches Problem. Vielen Dank. Dankeschön. Ein kurzer Ausflug zum Thema Doppelbestrafung. Ich würde jetzt gerne wieder zurückkommen, eben nicht zu den, nicht das Gros der Menschen in Abschiebehaft hat eben auch vorher keine Straftaten begangen, keine großen Straftaten begangen. Ich glaube, da können mir auch alle Praktikerinnen und Praktiker zustimmen. Es ist nur, das Thema wirkt da eben mit. Ich sehe, es sind jetzt noch ein paar Fragen. Ich würde ganz kurz vielleicht die Fragen zurückstellen und dann, weil diese Themen schon mitschwang und bearbeitet werden sollen. Wir haben es gehört, Peter Fabusch, ca. 2000 Leute vertreten, ungefähr die Hälfte davon rechtswidrig in Haft. Frau Professorin Schmidt-Rentsch hat gesagt, dass diese fehlerhaften Entscheidungen liegen einmal daran, dass das Recht natürlich auch kompliziert ist, dass die Behörden quasi keine Juristen beschäftigen, sondern Verwaltungsbeamte im mittleren Dienst war ein Argument und natürlich, dass die Arbeitsbedingungen der Menschen in den Behörden, die diese Sachen bearbeiten, schlecht. Peter, was würdest du, was ist aus deiner Sicht, gibt es noch weitere Gründe und Argumente dafür,
wie diese Zahlen zustande kommen. Ja, da muss ich einen Schritt zurückgehen, denn Frau Schmidt-Rentsch und ich, wir waren bei verschiedenen Veranstaltungen auch zusammen und also ich kann das bestätigen, sie hat immer darauf hingewirkt, so die Menschen brauchen vom Tag 1 an jemanden, der sie vertritt. Das muss nicht unbedingt ein Anwalt sein, es kann sogar die Person des Vertrauens sein, wenn die sich auskennt. Herr Gockel ist ja auch hier als Zuhörer dabei, der ist sicherlich besser als manch Anwalt. Aber immer wenn ich das vortrage, auch meine Zahlen, und ich komme mir schon vor, wie so in diesem Film täglich grüßt das Murmeltier, ja, das ist Ponsatoni schlechthin. Ja, wir sind hier nicht Papst, wir sind Ponsatoni. Ponsatoni ist diese Kleinstadt, wo dieses Tier dann in die Sonne gehalten wird, wenn es sich selber sieht im Schatten, dann erlebt dieser Wettermann, der den Film da belebt, so, der erlebt diesen Tag immer wieder, immer wieder. Ich erlebe das immer wieder. Meine Statistik ist wie, also fast wie im Sozialismus, Planwirtschaft, immer die Hälfte zu Unrecht in Haft. Seit ich diese Statistik mache. Wenn ich das vortrage, da gibt es immer drei Argumente, die mir entgegengehalten werden. Das erste ist, das glauben wir nicht. Ja, das ist das, was ja Herr Kessler auch schon gesagt hat, Frau Schmidt-Rentsch auch. So, das glauben wir nicht. Also das wird natürlich vornehmer gesagt. Das heißt dann so, der Vorwurf der rechtsstaatswidrigen Inhaftierungspraxis wird vehement zurückgewiesen. So heißt das ungefähr dann. Ja? Dann fragt man, was glaubt ihr denn? Keine Ahnung, sagen die. Wir haben keine Zahlen. Ja, und wir haben das ja über die verschiedenen Länderparlamente, ist eigentlich ja keine Bundessache, die Linke versucht es dann doch auch immer wieder im Bundestag, versucht rauszukitzeln, was gibt es an Zahlen? Es gibt keine Zahlen. Wenn man fragt, warum gibt es keine Zahlen? Es gibt natürlich schon Zahlen dazu, wie viele Leute in Haft sitzen, aber es gibt keine Zahlen dazu, wie viele denn zu Recht oder zu Unrecht in Haft saßen. Das versteht kein Mensch, der jemals irgendwie durch die Stadt Hannover gewandert ist. Da ist jeder Straßenbaum mit einer Nummer versehen. Jeder einzelne, 50.000 Bäume. Die kriegen gerade alle neue Nummernschilder. Also früher hatten die so reingenagelt, jetzt kriegen die so eine Medaille umgehängt. Ja? Und jeder Pflasterstein hier in meinem Urlaubsort vor dem Rathaus ist natürlich auch gezählt worden. Warum zählen wir nicht die rechtswidrigen Inhaftierungen? Verstehe ich nicht. Da heißt das, haben wir auch gefragt, warum wird das nicht gemacht? Dann heißt es, ja, der Statistikausschuss habe dafür bisher kein Bedürfnis gesehen. Das finde ich gruselig. Ja. Aber als weiteres Argument hört man dann immer, übrigens hat sich auch nie jemand, ich trage das vor seit 15 Jahren, nie jemand hat sich dafür interessiert. Dann hat gesagt, das, können wir das mal sehen? Ich habe mittlerweile in meinem Büro so eine Schrankwand, da sind irgendwie diese 900 Entscheidungen drin. Oder okay, jetzt sind wir bei 1000, ich müsste mal was schreiben dazu. Wir sind also 1000 Entscheidungen steht drin, 1000 Menschen saßen zu Unrecht in Haft. Vielleicht ist der Fabisch ja irgendwie ein Hochstapler und spinnt und so, und das gibt es gar nicht. Hat nie jemand mal sehen wollen. Ja? Okay, der zweite Aspekt, der einem immer entgegengehalten wird, gerne auch vom BMI als dem Hüter unserer Verfassung, ist ja so, nein, das ist ja alles häufig nur Verfahrensrecht, Herr Falbisch, was da schiefgelaufen ist. Frau Schmidt-Rentsch und ich, wir sind da irgendwie manchmal so ein bisschen, glaube ich, im Dissens. Das ist richtig, aber das Wort nur ist falsch. Ja? Das ist nicht nur Verfahrensrecht, sondern das ist Verfahrensrecht. Und wenn man in unsere Verfassung mal ganz hinten nachschaut, bei 104, dann, so, da findet man nämlich das Kronjuwel unserer Verfassung. Wenn Sonntag ist, ist ja heute, ist das in Sonntagsreden, ist das immer irgendwie der Abschluss all dessen, was man irgendwie löblicherweise über unsere Verfassung sagt, das Freiheitsgrundrecht wird hier geschützt bis zum geht nicht mehr. Das ist auch richtig. In 104 Grundgesetz ist eine wunderbare Norm. Ja? Die ist ganz kurz und klar, da steht drin, Freiheitsentziehung nur dann, wenn man ein Gesetz hat und unter Beachtung der Verfahrensvorschriften. Also das heißt nicht nur Verfahrensrecht, sondern Verfahrensrecht ist Verfassungsrecht. Und das hat auch einen guten Grund. Das sagen alle die Leute, die sich damit auskennen, nur der Weg auf dem richtigen Verfahren führt zum richtigen Ergebnis, verkürzt gesagt. Ja? Und ein Vordenker schon vor 150 Jahren hat mal gesagt, dass die Form, der Herr Iering ist großer Jurist gewesen, eigentlich ein Zivilrechtler, der hat gesagt, die Form ist die geschworene Feindin der Willkür, die Zwillingsschwester der Freiheit. Ja? Und da hat er völlig recht, das geht auch heute noch. Er hat auch gesagt, dass der Gesetzgeber denken soll wie ein Philosophen reden wie ein Bauer. Und das wird auch manchmal im Abstimmungshaftrecht nicht so herzlich bedacht. Und der dritte Punkt, den man dann immer hört, ist, naja, wir hätten das auch richtig machen können. Ja, das ist seit 15 Jahren, höre ich das in Diskussionen mit dem BMI, mit Ausländerbehörden, wir hätten es auch richtig machen können. Das ist doch schrecklich. Also hypothetische Erwägungen sind im Haftrecht fremd. Also, man muss es schon richtig machen, man darf nicht sagen, wir hätten es richtig machen können. Was sind die Gründe dafür, warum es so schlecht läuft? Wenn man damit in die Ausländerbehörden, in die Ministerien geht, in die Gerichte teilweise auch, dann sagen die, es läuft gar nicht schlecht.
es gibt gar kein Bewusstsein dafür. Frau Schmidt-Rentsch hat ja 2014 mal in der NVWZ, das ist das Organ der eigentlich Verwaltungsrechtler, einen schönen Aufsatz geschrieben, Seite 110, brauchen Sie nur die ersten, den zweiten Satz müssen Sie lesen. NVWZ 2014, Seite 110. Zweiter Satz, 85-90% schreiben der beim BGH aufschlagenden Entscheidungen erweisen sich als rechtswidrig. Also untergerichtlichen, amtsgerichtlichen Entscheidungen. Das ist doch der Horror. Jetzt mittlerweile sind es nur noch 60%. Also, aber es gibt da kein Bewusstsein dafür, dass es schlecht läuft. Und wenn es das nicht gibt, dann gibt es auch gar keine Idee dafür, da mal ranzugehen. Man müsste natürlich mal das Vorverständnis der an den ganzen Verfahren Beteiligten untersuchen. Das wäre die zentrale Frage. Ich sammle da sehr viel zu. Ich kann Ihnen da irgendwie lange, also ich habe schöne, klare Statements von Behörden und von Ministerialen, was die so schreiben in solchen Verfahren. Da gruselt sie. Da würden sie jetzt lieber zum Tatort umschalten. Ja, das ist schrecklich. Es gibt gar kein Bewusstsein dafür. Und das liegt, glaube ich, letztes Wort, das liegt daran, dass die Leute gar keine Lobby haben. Das sind Menschen, die interessieren uns überhaupt nicht. Denn wenn die uns interessieren würden, würden wir die Gesetze, die wir uns selber geben, anwenden. Oder wir würden sagen, wir verschärfen die. Wir müssen die irgendwie schlechter machen, diese Gesetze für die Betroffenen. Aber dass wir es hinnehmen, über 20 Jahre jetzt, mit Normen zu arbeiten, die augenscheinlich keiner anwenden will oder kann, das Ganze nicht weiter untersuchen, das zeigt doch, dass wir ja einen wirklichen Rechtsstaatsdefizit haben. Ein Erkenntnisdefizit, aber auch ein Rechtsstaatsdefizit. Und ich frage mich, woran das liegt. Ich frage auch immer Amtsgerichte, warum macht ihr das so, wenn ihr es nicht genau wisst? Oder warum entscheidet ihr lieber nach dem Motto, rein in die Kiste und 5 Jahre später sagt mir der BGH, das war falsch? Anstatt zu sagen, ich lasse die vielleicht frei unter Auflagen, das ist auch etwas, was wir ja noch besprechen könnten, mildere Mittel, das Gesetz sieht das ja alles vor, ich lasse ihn lieber laufen und riskiere, dass ich ihn vielleicht so hätte einsperren können. Ja. Es fehlt total an Problembewusstsein. Das liegt daran, dass das Leute sind, über die wir hier reden, die wir nicht haben wollen. Die Mehrheitsgesellschaft will die Menschen hier nicht haben und denen fehlt jegliche Lobby. Und darum geht das so. Wenn das unsere Kinder wären, deren BAföG-Entscheidungen falsch wären oder unsere Eltern wären oder wir selber mittlerweile, deren baurechtliche Entscheidungen falsch wären, das würde niemand, der politisch verantwortlich wäre, überleben. Und wir machen hier weiter wie bisher. Es interessiert niemanden. Hier ist Punxsutawney. Das muss man leider so sagen. Vielen Dank. Ja. Frau Schmidt-Rentsch, Sie waren wieder angesprochen. Möchten Sie erwidern zu dem Dissens, dass Ihre Auffassung zu den Verfahrensvorschriften, sehen Sie das ähnlich wie Herrn Fahrbusch? Ist es Verfassungsrecht, das da gebrochen wird? Müssen wir die einhalten? Oder was ist Ihre Position dazu? Sind Verstöße gegen das Verfahrensrecht vielleicht auch gar nicht so schlimm aus Ihrer Sicht? Herr Fahrbusch und ich, wir haben überhaupt gar keinen Dissens in der Frage, dass man die Vorschriften einzuhalten hat. Und der BGH betont ja auch immer wieder, wenn sie nicht eingehalten worden sind, dass das so ist. Das Problem ist eben, dass man sich mal angucken muss, was das denn für Vorschriften sind. Und diese hohe Quote von 2014 erklärt sich von einer Norm, die es nur im Abschiebungshaft gibt, nämlich, dass man einen zulässigen Antrag, also einen prüffähigen Antrag, nur einreichen kann, wenn man einen bestimmten Katalog von Gesichtspunkten abarbeitet. Und wenn dann letztlich am Ende der BGH zu dem Ergebnis kommt, man hat genug geschrieben. Es kommt bei der Frage überhaupt nicht darauf an, ob das jetzt in der Sache richtig ist oder falsch, ja? Sondern es kommt nur darauf an, dass man sozusagen erstmal genug geschrieben hat. Das ist geltendes Recht, das wird angewandt, das ist ja gar keine Frage. Nur wenn man sich mit den Ergebnissen beschäftigt, dann muss man natürlich irgendwie auch das sehen. Ich persönlich habe jetzt die Konsequenz gezogen aus diesem Umstand, dass ich durch die Lande tingle, soweit ich das eben kräftemäßig kann und sowohl den Beamten in den Behörden als auch den Kollegen an den unteren Instanzen versuche zu vermitteln, was denn da jetzt gemacht werden muss. Und ein bisschen, glaube ich, kann ich mir auch eine Scheibe davon abschneiden, dass die Quote jetzt auf 60 runtergegangen ist. Das hängt eben auch damit zusammen, dass ich mich bemühe zu vermitteln, was denn da jetzt gemacht werden muss. Aber nicht nur das, sondern ich bemühe mich eben auch zu vermitteln,
dass die Abschiebungshaft wirklich nur das letzte Mittel ist und es vielleicht sinnvoller ist, statt die Kräfte auf einen erfolglosen Antrag zu verwenden, sich mal lieber zu überlegen, was mache ich denn jetzt ausländerrechtlich? Und ich glaube, dass das die eigentliche Quelle ist, dass wir gar nicht genau wissen, was wir ausländerrechtlich machen wollen. Und dann flüchtet man sich in sowas wie Abschiebungshaft. Ein wirklich markantes Beispiel sind Gefährder. Gefährder erschrecken viele Bürger, ohne dass man jetzt sagen kann, dass es so schrecklich viele davon gibt. Und man hat dann im Bereich der Abschiebungshaft darum geregelt, ohne zu merken, dass die Abschiebungshaft ja eigentlich nur dann zum Tragen kommt, wenn man die Gefährder auch irgendwohin abschieben kann. Und das hinzukriegen, damit hat sich keiner so richtig beschäftigt. Und das ist unser Problem. Wir haben ein Defizit im Ausländerrecht, und zwar ein Orientierungsdefizit. Und das wird dann überdeckt mit haftrechtlichen Vorschriften, mit deren Anwendung dann viele überfordert sind. Da wird natürlich festgestellt, dass das alles falsch war. Aber wir müssten uns schon überlegen, ob es nicht besser wäre, jetzt erstmal die Orientierung im materiellen Ausländerrecht. Denn wir sind ja nur am Ende so ein Vollzugsteil davon, dass man das erstmal auf die Reihe kriegt. Vielen Dank, Kurt Sonnenschmidt-Rentsch. Wir haben angesprochen die Themen der fehlerhaften Entscheidungen. Da haben wir verschiedene Positionen gehört, unter anderem von Professor Schmidt-Rentsch und eben Herrn Fabisch, was da die Gründe für sind. Da weichen die Auffassungen auch teilweise ein bisschen ab. Nichtsdestotrotz sind, glaube ich, alle hier der Meinung, dass quasi die Regeln, die wir uns selbst geben, eingehalten werden müssen. Wo wir auch Einigkeit, ich feststelle, widersprechen Sie mir gerne, wenn es nicht so ist, ist bei der Verteidigungsmöglichkeiten. Das heißt, Verfahrensbevollmächtigte, wie wir uns auch nennen wollen, es geht letzten Endes darum, dass jeder abschiebehaft Gefangene nach der Expertise, die auf dem Podium vertreten ist, grundsätzlich eine Verteidigung haben sollte oder eine Vertretung haben sollte, um halt eben diese Fehler zu vermeiden, zumindest wenn auch die Utopie nicht denkbar erscheint. Ich würde gerne noch, bevor wir zu den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer übergehen, nochmal besprechen, nochmal fragen, Stefan, was wären Alternativen zur Abschiebehaft? Also wir haben gehört von dir, mildere Mittel werden nicht geprüft, sie werden nicht angewandt. Kannst du berichten aus anderen Ländern, was wären Alternativen, die denkbar sind? Gibt es andere Systeme, vielleicht Beispiele, die du bringen kannst, für Alternativen anstelle der Abschiebehaft? Hier schalte ich mich nochmal kurz direkt rein, weil im Chat schon auch die Frage nach dem belgischen Modell des offenen Abschiebehaftvollzugs kam. Vielleicht können Sie dazu auch direkt Stellung nehmen. Dankeschön. Danke, Frau Lagrock. Das hätte ich gerade als erstes Beispiel genannt. Es gibt also zumindest in Belgien in der Nähe des Flughafens Zaventem einen Komplex von Wohnhäusern, sagen wir mal, wo Familien untergebracht sind, die abgeschoben werden sollen. Die Menschen sind dort nicht eingesperrt, können also das Gelände jederzeit verlassen und auch wieder zurückkommen. Das hängt zusammen mit der zweiten konkreten Alternative. Das ist die bessere ausländerrechtliche oder aufenthaltsrechtliche Beratung und Begleitung der Menschen. Für viele, gerade auf dem platten Land, stellt sich ja das Problem, dass sie eigentlich gar nicht wissen, habe ich überhaupt eine Möglichkeit, habe ich überhaupt eine Chance, hier zu bleiben? Und wenn ja, wie nutze ich diese Möglichkeit? Und am Ende des Verfahrens stellt sich dann die Frage, muss ich jetzt tatsächlich gehen? Ist das die einzige Möglichkeit? Oder gibt es nicht doch noch irgendeine andere Chance? Und hier wäre eben ein Modell durchaus diskutierenswert, dass man den Menschen von vornherein nicht nur einen Verfahrensbeistand in der Abschiebungshaft beiordnet, sondern sehr viel früher ansetzt und eine, sagen wir mal, engermaschige Beratung und Betreuung der Menschen gewährleistet, sodass eben dann auch die eigene Einschätzung der eigenen Lage realistischer ist.
Ansonsten wird tatsächlich auch im europäischen Recht, in der Rückführungsrichtlinie, genannt als alternative Auflagen, also Meldeauflagen, Wohnauflagen. Es wird genannt, die Möglichkeit, jemanden zu verpflichten, sich besonders häufig etwa bei der Ausländerbehörde oder der Polizei zu melden, um sicherzustellen, dass er tatsächlich da ist. Das alles sind natürlich Alternativen, die möglicherweise im konkreten Einzelfall passen oder eben nicht passen. Es gibt aber keinerlei Studie, keinerlei wissenschaftliche umfassende Arbeit dazu, welche Alternativen denn im deutschen Kontext tatsächlich anwendbar wären, realistisch wären, durchsetzbar wären. Und hier ist eben das große Plädoyer dafür, dass man eine solche Studie, dass man eine solche wissenschaftliche Arbeit in Auftrag gibt, um dann auch für den Gesetzgeber die Möglichkeit zu schaffen, den Ausländerbehörden konkrete Alternativen vorzugeben, die sie erst, ich zitiere Frau Professor Schmidt-Rensch, abarbeiten müssen sozusagen, und dann eben sagen müssen, das hat aus den und den Gründen nicht geklappt, bevor sie einen zulässigen Haftantrag stellen können. Vielen Dank. Frau Mocke, da würde ich die Frage gerne ein bisschen ähnlich an Sie stellen. In Österreich, im Gegensatz zu Deutschland, haben Sie ja mildere Mittel auch im Gesetz stehen. Können Sie vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was da so die milderen Mittel sind, quasi als Alternative zur Abschiebehaft und wie deren Anwendung in der Praxis aussieht? Also genau, das wäre es im Grunde. Ja, also die milderen Mittel sind ziemlich die gerade erwähnt wurden, nicht wahr? Also ist, dass man sich eben regelmäßig bei der Polizei meldet, was sich alle 48 Stunden oder so aktiv mitwirkt an der Möglichkeit der Außerlandesbringung, diese Art von Kontrolle. Und es gibt eben auch, also das geht nicht, wenn Fluchtgefahr besteht. Und ich glaube, das ist einer der Haupttaten, wo die Fluchtgefahr also definiert wird. Unbedingt notwendig ist, dass man eine Meldeadresse hat, wo man auch die Polizei nachschauen kann. Aber ich kenne relativ viele Leute, die auch eine Meldeadresse haben und auch schon lange vor der Schubhaft hatten und trotzdem in die Schubhaft kommen. Das heißt, also ich glaube, eigentlich ist das ganz gut im Gesetz formuliert. Ne? Wobei mir das schon sehr gut gefällt, die Idee, wenn man es jetzt umdrehen würde. Ne? Wenn man sagt, okay, also die Abschiebehaft, in Österreich heißt die Schubhaft, die Abschiebehaft ist die Alternative zu allen anderen Mitteln. Nicht? Und selbst muss alles andere geprüft werden. Also es läuft ja eher umgekehrt. Nicht? Aber es wäre da sicher bei vielen Leuten, die, von denen ich weiß, möglich, sie über dieses gelindere Mittel irgendwie zu bewachen. Ich habe den Eindruck, dass die Abschiebehaft bei uns zumindest öfter auch als eine Art Beugehaft verwendet wird. Also die Leute gehen rein und raus irgendwie zum Teil immer wieder in der Hoffnung, dass sie dann halt einfach irgendwann freiwillig entweder zurückkehren oder untertauchen oder irgendwo anders, also weg sind sozusagen. Ne? Also es gibt seit 2017 eine Verschärfung im Übrigen auch das Mittel der Beugehaft, das also aus dem Verwaltungsrecht kommt, aber ich glaube, das wird in der Form gar nicht angewendet, ich habe es noch nie gehört, aber dass man die Abschiebehaft halt so verwendet und eben wirklich tatsächlich die Leute bricht. Und vielleicht nur eine Anmerkung noch, weil es jetzt mehrfach kam, auch mit dieser Rechtsberatung in der Schubhaft. In Österreich gibt es das an sich. Das Problem ist das, also Österreich hat auch ziemlich verschärft über die letzten Jahre, wer offiziell beraten darf im Asylverfahren und auch im Asylverfahren, das gerade negativ läuft. Und da ist es also jetzt so, dass es zwei sozusagen Beratungsmöglichkeiten gibt und man wird zugeteilt, also das Zufallsprinzip. Das eine ist eine Beratung, die von Diakonie und von also eine Arbeitsgemeinschaft Rechtsberatung, die also sehr, würde man sagen, sehr im Sinne der Antragsteller beraten. Das andere ist der Verein Menschenrechte, der sehr eng am Innenministerium ist. Und am Punkt der Abschiebehaft geht nur mehr der Verein Menschenrechte hinein. Und bei allem, was ich erlebt habe, wie der Verein Menschenrechte dort agiert, geht es halt darum, dass man die freiwillige Ausreise jetzt organisiert. Was auch seine Vorteile haben kann, dass das jemand tut, aber es ist eine andere Geschichte halt natürlich, als irgendwie eine Rechtsberatung auch darüber, was irgendwie anders noch möglich wäre. Vielen Dank. Also das ist so ein bisschen, wenn Sie sagen, die Menschen kommen irgendwie immer wieder in Haft und werden entlassen, das hat Herr Fabusch auch angesprochen, das ist
quasi, dass Menschen lange in Abschiebe oder überhaupt in Abschiebehaft sitzen, am Ende des Tages nicht abgeschoben werden. Und vielleicht noch mal ganz kurz, damit es ein bisschen schneller geht, auch als Eingriff der Moderation, Frau Mocke, Sie meinen mit Beugehaft quasi, dass Menschen, also Abschiebungshaft, dient ja grundsätzlich der Sicherung der Abschiebung. Das heißt wirklich, die Menschen festzunehmen, um sie dann außer Landes bringen zu können. Und mit der Beugehaft ist gemeint, ähnlich was bei uns auch vergangenes Jahr eingeführt wurde, beziehungsweise modifiziert irgendwie ins Gesetz geschrieben würde, eine Mitwirkungshaft. Das heißt, da kann man Menschen einsperren, wenn sie beispielsweise einer Botschaftsvorführung oder einer amtsärztlichen Untersuchung ferngeblieben sind, kann man sie für einen gewissen Zeitraum einsperren, um sie dann eben diesen Untersuchungen oder den Botschaftsdelegationen vorzuführen. Und das ist eine Verlagerung von wir sichern die Fluchtgefahr zu, wir nehmen Menschen in Haft, um sie dann quasi zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, zu zwingen, zu beugen. Eine Meldung von Frau Schmidt-Rentsch sehe ich in diesem Zusammenhang. Ich würde da gerne noch was zu beitragen wollen. Wir hatten in der Anfangsphase Fälle, in denen im Gewande einer normalen Abschiebungshaft letztlich versucht wurde, die Betroffenen dazu zu bewegen, jetzt entweder also selber auszureisen oder jedenfalls mitzuwirken, vor allem bei der Feststellung ihrer Personalien. Das haben wir, glaube ich, einmal sagen müssen, dass das nicht geht und dann war es vorbei. Es ist nicht so, dass die Abschiebungshaft in Deutschland sozusagen per se eine Beugehaft ist, ganz im Gegenteil. Es ist eine Haft, die in der Regel nur wegen Fluchtgefahr angeordnet wird. Es gibt noch zwei andere Haftgründe, nämlich unerlaubte Einreise und Gefährdersein nach neuem Recht. Das wird schon intensiv geprüft und auch diese Mitwirkungshaft ist sofort vorbei in dem Moment, wo mitgewirkt wird. Das ist so eine Art Erzwingungshaft, weil man ja ohne zum Beispiel einen Antrag überhaupt keine Passersatzpapiere bekommt. Also das funktioniert schon, allerdings es hat das gegeben, dass man versucht hat, die Leute dazu zu zwingen, jetzt zum Beispiel ihre Personalien anzugeben und dergleichen mehr. Danke. Dafür nochmal kurz, also ich meine, rechtlich ist das natürlich in Österreich auch so, ne? Aber ich habe jetzt also zum Beispiel, ich habe von Fällen jetzt oder Fälle miterlebt aus dem Maghreb, da sitzen die Leute also jetzt in der Schubhaft und dann wird also die tunesische, die algerische und die marokkanische Botschaft angefragt, ob das ein Staatsbürger ist. Dann sagen die alle drei, aber über einen ziemlichen Zeitraum natürlich, bis das organisiert wird, nein. Und dann fangen sie von vorn wieder an mit der tunesischen Botschaft. Ne? Und das kann ich also von der Tatsache her nicht anders interpretieren. Weil das eben, die werden das jetzt nicht, ich meine, der wird schon Staatsbürger von irgendeinem dieser Länder sein, aber die nehmen ihn halt nicht zurück. Ne? Da geht es dann oft auch um Straftäter, der interessiert niemanden. Ne? Und dann muss ich halt irgendwann damit aufhören. Also es ist ja auch, es gibt Leute, die werden uns bleiben letztendlich, also außer eben, sie werden gebrochen. Nicht? Auch wenn man sie nicht will und auch wenn sie nicht integriert sind und so. Einfach weil das halt, ja, nimmt niemand zurück, dann sind sie irgendwann so lang da, dass man ihnen irgendeinen Status geben muss. Und da sehe ich halt, also dass das so benutzt wird. Nicht? Und ich habe den Eindruck, so wie Sie das alle beschreiben, dass das in Deutschland ein bisschen besser unter Kontrolle ist. Also wir haben in Österreich wirklich auch sehr mangelhafte Informationen, wer gerade in Schubhaft ist. Es gibt also, glaube ich, ganz, ganz viele Leute, die außer vom Verein Menschenrechte von niemandem irgendwie beraten werden, sodass da also die sozusagen die Dunkelziffer enorm ist. Also ich glaube auch nicht, dass es bei uns jemanden gibt, der wie der Herr Fallbusch sagen könnte, so und so viele sitzen jetzt also sozusagen rechtswidrig drinnen, weil sie so wenig darum kümmern. Vielen Dank. Peter, bitte. Vielleicht als kleine Ergänzung, so, wir haben ja, wie gesagt, diesen Artikel 104 Absatz 4 Grundgesetz, also unser Kronjuwel unserer Verfassung. Das, was Sie beschreiben, Frau Mocke, dass irgendwie da Menschen, irgendwie niemand weiß, wo genau wer da ist eigentlich, das gibt es in Deutschland leider auch immer wieder zu beklagen. Es fehlt nicht nur an Anwälten, Anwältinnen oder Vertrauenspersonen, sondern es fehlt im Vorfeld schon die Kenntnis, wer ist denn da eigentlich im Gefängnis. Ne? Solange wir diese Gefängnisse hatten, jetzt seit 2014, wo nur Abschiebungshaftgefangene war, wo auch Menschen dann reingingen zur Beratung, die Jesuiten oder die Caritas oder wer auch immer, war das nicht ganz so ein Problem. Was wir jetzt hier auch haben, durch den Gesetzgeber, ist eine Aufhebung dieses Trennungsgebotes. Das heißt, bis Ende Juni 2022 können wieder
in normalen Strafhaftanstalten Abschiebungsgefangene untergebracht werden. Der BGH hat so einen Fall anscheinend noch nicht gehabt, sonst würden die das wahrscheinlich vorlegen, nehme ich mal an, Frau Schmidt-Rentsch. Ich weiß, dass Sachsen-Anhalt das so praktiziert. Ich weiß auch, dass in Niedersachsen das mittlerweile wieder so praktiziert wird, habe ich jetzt erfahren. So ein Verfahren läuft, also ist schon auf dem Weg nach Karlsruhe. Aber das dürfte eigentlich gar nicht sein, dass diese Menschen unerkannt in Abschiebungshaft sitzen, denn wir haben dafür eine Regelung in unserer Verfassung. Ausnahmen, die wir geschaffen haben aufgrund der Erfahrungen im Faschismus, dass Menschen auf einmal in Gefängnissen verschwinden. Ja? Und da haben unsere verfassungsgebenden Väter und Mütter gesagt, das wollen wir nicht wieder haben. Das heißt, von jeder Freiheitsentziehung ist eine Vertrauensperson zu benachrichtigen, heißt es dort. Ist. Nicht darf oder kann oder sollte man mal, wenn man Lust hat, sondern ist. Und das ist, wenn das gemacht werden würde, das ist ein ganz kleiner Schritt nur, wenn das gemacht werden würde von den festnehmenden Polizeibeamtinnen am Anfang und dann durch den Haftrichter einen Tag später nochmal, dass jemand benachrichtigt wird, dann wäre schon viel gewonnen. Und ich kann Ihnen sagen, wie das in der Praxis läuft. In der Praxis läuft das folgendermaßen. Da fragt dann der Amtsrichter, willst du wen benachrichtigen? Da sagt er, nö. Okay, dann steht da nö angekreuzt. Es gibt Gerichte, die haben das schon, weil die das Protokoll nicht mehr handschriftlich machen, sondern per Computer, die haben das schon voreingestellt. Nö. Das ist natürlich auch die falsche Frage. Erstmal ist es falsch, selbst wenn der nö sagt, muss man jemanden informieren. Aber man muss den Menschen natürlich sagen, willst du, dass wir jemanden informieren? Denn der kann dir dann helfen. Der kann dir irgendwie Kontakt zum Anwalt, zu einer Beratungsstelle, zu wem auch immer vermitteln. Ja? Dann würde niemand sagen, nö, das will ich nicht. Ja? So. Und wenn das gemacht werden würde, dann würde sehr viel Unrecht hier vermieden werden können, glaube ich. Vielleicht als letzten Satz dazu. Ich habe immer gedacht, das ist die Zentralnorm unseres Freiheitsentziehungsrechts. Dass jemand informiert wird. Und wenn das verletzt wird, war ich ganz sicher, das muss Auswirkungen auf die angeordnete Haft haben. Wir haben da beim BGH ja auch drüber gerungen. Das Verfassungsgericht hat jetzt vor 6 Wochen das nochmal wieder entschieden. Die haben gesagt, ja, das kann man dann rügen. Ich kann rügen, dass niemand benachrichtigt wurde. Das ist auch ein Verfassungsverstoß. Aber es hat keine Auswirkungen auf die Haft. Das lässt mich total desillusioniert zurück. Da frage ich mich, die Zentralnorm unserer Verfassung, wenn die verletzt wird, massiv, immer wieder, und es hat keine Auswirkung auf die Haft, ja was, dann können wir es auch streichen. Ja? Wenn das gemacht werden würde, wenn es Konsequenzen hätte, die Polizeibeamten oder die Richter der ersten Instanz informieren bei einer Freiheitsentziehung, keine Vertrauensperson, wenn das Auswirkungen auf die Haft hätte, sähe es ganz anders aus. Dann hätten wir nämlich auf einmal auch den Pflichtanwalt in Anführungsstrichen vom Tage 1 an und nicht so Fälle, wo Leute 6, 8, 10 Wochen in Haft sitzen, ohne dass jemand das weiß. Das sind nämlich die Menschen, die haben nicht alle hier irgendwelche Communities, sondern es gibt auch Leute, die sind hier nur durchgereist. Ja, und niemand kümmert sich um die und sind auch nicht in der Lage, irgendwie sich zu artikulieren. Und es gibt weiterhin ja auch Gefängnisse, wo niemand reingehen kann, ne, so von den Beratungsstellen. Hier zum Beispiel in Niedersachsen, ist übrigens auch völlig egal, in welcher politischen Couleur sie da unterwegs sind. Gelb, grün, schwarz, weiß, rot oder sowas, ist überall gleichermaßen gruselig. Wir haben das nicht hingekriegt, unter rot, grün nicht, eine Beratungsstelle zu installieren, die richtig vernünftig das irgendwie macht und jeden Tag dahin geht und das da irgendwie, das ist jetzt sogar noch dann reduziert worden, da sind ja der Flüchtlingsrat freiwillig reingegangen. Also, aber wenn das gemacht werden würde, die Vertrauensperson zu benachrichtigen, und das kann dann eine Kirche sein, ein Flüchtlingsrat, ein Anwalt, wer auch immer, dann wäre es schon sehr viel geholfen. Das Zentralnorm unserer Verfassung wird nicht eingehalten. Ja, vielen Dank, Peter. So, also auch da nochmal der Hinweis, also auch wir haben halt eklatante rechtsstaatliche Mängel, eklatante Rechtsmängel. Wir haben nicht nur die hohen Zahlen, sondern eben auch, dass andere Verfassungsnormen eben in diesem Zusammenhang bei Festnahmen ignoriert werden, unter anderem die Beteiligung einer Vertrauensperson. Von den angesprochenen Themen habe ich, bevor wir zu den Zuschauerfragen übergehen, eigentlich nur noch hier das Thema der Evaluation der Gesetzesmaßnahmen stehen. Insbesondere Stefan Kessler hatte das angesprochen und alle Podiumsteilnehmer, die sich dazu geäußert haben, kritisieren letzten Endes auch den Aktionismus. Und wir können feststellen, es gibt eben keine Evaluation. Das gilt sicher nicht nur für den Bereich der Abschiebungshaft, sondern auch für die gesamten übrigen Reformen des Aufenthalts- und Asylgesetzes in den vergangenen Jahren. Da sich unsere Zeit dem Ende nähert, würde ich dich, Ulrike, gerne bitten, dass wir jetzt erstmal zu den verbliebenen
Zuschauerfragen übergehen. Also genau diese Frage, wie diese Evaluation tatsächlich aussehen müsste, wo der politische Druck ausgeübt werden müsste, damit die stattfindet. Dazu kamen mehrere Fragen. Und ich habe mal noch einmal kurz eine Frage, was unser zeitliches Limit ist, weil ich dann eventuell einige Fragen weglassen würde oder auswählen würde. Die Frage richtet sich wahrscheinlich vor allem an die Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen. Also ich bin im Urlaub, ich habe Zeit. Ich fahre Ende der Woche wieder zurück. Bis dahin, also. Nicht im Urlaub, aber auch Zeit. Tatort haben wir schon verpasst, wir sind einfach erwähnt, aber Fallfusch, also ist es eh egal. Ich habe auch Zeit. Dann bitte ich vielleicht darum, dass die Podiumsteilnehmenden sich kurz fassen in ihren Antworten, damit alle auch nochmal drankommen, bevor wir dann zur Abschlussrunde kommen. Also an Herrn Kessler, an Sie gibt es mehrere Fragen, die tatsächlich eher Richtung Dystopie mit Abschiebehaft gehen, statt Utopie ohne Abschiebehaft. Und zwar, weil Sie die Familientrennung angesprochen hatten, einmal die Frage, wie sähe die Inhaftierung von Familien aus, wie es jetzt rechtlich auch möglich ist und wie in Dessau konkret geplant, ob Sie dazu was sagen können. Dann neue Haftgründe, zum Beispiel den von § 30 Infektionsschutzgesetz, wie ist das zu werten, dass nur geflüchtete Menschen in Abschiebehaft deswegen kommen und Leute mit deutschem Pass in Krankenhäuser? Vielleicht können Sie da auch nochmal sagen, worum es da genau geht für die Zuschauenden, die vielleicht in den neuesten Entwicklungen da nicht so drin sind. Und dann die Frage nach weiteren Haftgründen, die geplant sind, wie da Ihre Einschätzung ist und ob Sie da ein bisschen was zu sagen können. So, und das alles soll ich ganz kurz beantworten. Ne? Ich schlage vor, dass wir das Thema Infektionsschutzgesetz jetzt hier rauslassen, weil es sonst tatsächlich ausufert. Und ich muss sagen, nach anderthalb Stunden Videokonferenz finde ich es langsam auch ein bisschen anstrengend. Aber das ist vielleicht einfach mein vorgerücktes Alter. Zu der vorgesehenen Erweiterung der Haftgründe, das ist ja genau der Punkt. Es gibt keine Evaluation, also gibt es auch keine Erkenntnis, welche Haftgründe spielen denn überhaupt in der Realität eine Rolle. Und welche Haftgründe stehen zwar im Gesetz, spielen aber in der Realität tatsächlich keine oder keine große Rolle. Wo sind tatsächlich Haftgründe, die einen Entzug von der Abschiebung verhindern? Oder wo sind tatsächlich eher Haftgründe, die eher symbolischer Natur sind. Und diese Diskussion über erneute Haftgründe scheitert in der Realität in meinen Augen eben an der fehlenden Evidenzbasis. Dann die Inhaftierung von Familien. Mir wird schlecht bei dem Gedanken. Wir wissen aus der eigenen Erfahrung, aus den eigenen Erkenntnissen, dass Haft krank macht. Selbst kerngesunde Leute, die relativ kurz in der Haft waren, sind krank wieder rausgegangen. Und jetzt stelle ich mir das mit Kindern vor. Kinder gehören nicht in Haft, gehören nicht ins Gefängnis. Das kann man meinetwegen noch überlegen, ob man ob bei straffälligen Jugendlichen. Aber Kinder gehören per se eigentlich nicht in Haft. Und Kinder mit Familien auch nicht. Deswegen würde ich hier jeden Gedanken an die Inhaftierung von Familien als mit dem Kindeswohl völlig unvereinbar strikt ablehnen. Das war jetzt der Versuch einer kurzen Antwort. Frau Schmidt-Renz, an Sie gibt es auch einige Fragen. Einmal, wenn man vor dem Landgericht in Hamburg zur Rechtswidrigkeit der Haft etwas vorträgt, dann hört man im Originalton, das kann ja dann nachher der BGH entscheiden.
was er dann in dem Fall auch tat und zugunsten des Betroffenen, der daraufhin freigelassen werden musste. Wie geht man aus Perspektive des BGHs mit so einer Haltung bei den Gerichten um? Und warum dauert es so lange, bis die Gerichte entscheiden? Gibt es da keinen Beschleunigungsgrundsatz auch bei den Gerichten? Und dann nochmal zu dieser Frage nach den milderen Mitteln. Prüfen die Gerichte, ob die Ausländerbehörden die milderen Mittel geprüft haben? Also wir haben schon darüber gesprochen, dass die Ausländerbehörden dies tun müssen, aber ist das auch nochmal relevant im Gerichtsverfahren? Und wenn nein, warum legt der BGH darauf keinen besonderen Wert? Also Beschleunigungsgebot gibt es natürlich. Wir reden beim Beschleunigungsgebot vor allem darüber, die Abschiebung, um deren Sicherung es geht, möglichst schnell zu betreiben. Nun ist die Frage, was ist bei den Gerichten selber? Da zieht sich das häufig hin. Nun muss man natürlich eines sehen, in der Regel zieht es sich jedenfalls beim Landgericht häufig gar nicht mehr insofern hin, als die Leute dann noch in Haft sind, sondern es zieht sich die Feststellung der Rechtswidrigkeit hin. Das ist auch bei uns so und hängt schlicht damit zusammen, dass wir nicht nur solche Verfahren, sondern auch noch andere Verfahren haben und dass man schlicht nur begrenzte Kapazitäten für sowas hat. Natürlich würden dann die Entscheidungen alle getroffen, was auf jeden Fall, jedenfalls kann ich das für den BGH sagen, immer sofort gemacht wird, ist die Prüfung, wenn einer in Haft ist. Das sind aber nur allenfalls 5% der Sachen, die beim BGH ankommen. In 95% der Fälle sind die Leute weg und es geht um die Feststellung der Rechtswidrigkeit. Jetzt das, also das Thema Beschleunigung, das würde ich jetzt an der Stelle eher etwas gering sehen. Richtig ist, wenn einer in Haft ist, muss es schnell gehen. Das geht aber auch schnell. Ne? Das Zweite, was in den Fragen angesprochen worden ist, ist die Frage, das kann der BGH machen. Das kriegen wir natürlich so nicht mit. Ne? Wir sehen dann nur eine Entscheidung, die eben nicht richtig ist und dann stellen wir eben fest, dass sie falsch war. Aber natürlich geht so eine Haltung nicht aus meiner Sicht. Man muss das schon selber richtig machen und ich versuche das ja auch den Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln und vor allem auch zu vermitteln, dass das möglich ist. Dazu muss man wissen, was jetzt nichts entschuldigt, aber vielleicht ein bisschen was erklärt, dass das häufig Kollegen sind, die noch nicht so erfahren sind, die noch nicht sozusagen noch nicht die notwendige durch Erfahrung gewonnene Expertise haben. Und es sind auch Strafrechtskollegen, die so vom Haftbefehlsrecht herkommen und dann natürlich eine ganz andere Brille aufhaben. Das ist aber in der Tat eine organisatorische Frage, die sich die Gerichte vorlegen müssen. Und es gibt auch Gerichte, da macht diese Sachen der Präsident und dann läuft das auch ganz anders. Und dann sieht er auch, was da passiert. Finde ich eine gute Idee und dann läuft es auch besser. Dann die Frage, was ist mit den Alternativen? Wir haben entschieden, dass man jetzt nicht so stereotyp da immer reinschreiben muss in den Haftantrag, Alternativen haben wir keine, weil das bringt ja nichts. Das wäre ein Stereotyp, was eigentlich gar nicht sein darf. Für meine Begriffe ist das ein schönes Beispiel, in Gänsefüßchen gesprochen, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass der Betroffene gut vertreten ist. Sie können dem Fall als Richter überhaupt nicht ansehen, welche Alternativen überhaupt denkbar sind. Sie können ja jetzt nicht irgendwas abfragen. Und wenn Sie jemanden haben, der Sie auch von strafrechtlich, also Verurteilung zu Geldstrafen zu nichts beeindrucken lässt, dann ist natürlich die Frage nach der Alternative, eine Kaution zu stellen oder sowas, sinnlos. Aber vielleicht gibt es ja in vielen Fällen Alternativen, die bloß nicht ins Verfahren kommen. Und das ist das, weshalb ich es persönlich für richtig halte, dass da eine Beratung im Verfahren stattfindet. Und es wäre natürlich viel besser, wenn das auch schon vorher ist. Und da kann man sagen, in der Justizvollzugsanstalt geht das noch eher als in der Verwaltungsbehörde, also in den Innenministerien zugeordneten Anstalten. Da ist mir berichtet worden, ich weiß es also nur für Baden-Württemberg, das wird aber in den anderen Ländern ähnlich sein, dass da NGOs und Flüchtlingsdienst und was auch immer gar keine effizienten Beratungsmöglichkeiten haben und eben auch keine Möglichkeit haben, sowas aus den Betroffenen rauszukitzeln. Das müssen die ja, muss man ja mit im Gespräch mit denen auch rauskriegen, wie man das denn absichern kann. Und das halte ich für unheimlich wichtig. Die Gerichte können nichts machen, wenn sie überhaupt nicht Anhaltspunkte dafür finden. Und oft ist eben das Papier aussagelos. Und
dann kann man den Gerichten jetzt keinen Vorwurf machen, wohl aber dem System. Herzlichen Dank. Herr Fallbusch, Sie dürfen natürlich kommentieren, aber es gibt auch einige Fragen, die direkt an Sie gestellt sind. Und zwar ging es um ein konkretes Problem. Wie werden denn Fachanwälte gefunden? Oder wie sollen wir das lösen, wenn wir tatsächlich keine finden? Ich erinnere mich selbst, ich war mal auf einer Veranstaltung mit Ihnen, da haben Sie gesagt, wenn man Fälle gewinnen will, dann soll man Abschiebehaft machen, weil da ist die Quote ganz gut eigentlich, so als Anwalt. Aber wie kommt das oder wie schätzen Sie das ein, dass es so wenig Menschen, also wenig Anwältinnen und Anwälte gibt auf dem Feld, die da gute Arbeit machen? Und die zweite Frage an Sie wäre, ob Sie das wissen, wie viele Menschen in Abschiebehaft eigentlich anwaltlich vertreten werden oder im Verfahren eine Person des Vertrauens haben. Vielleicht auch von Ihrer internen Statistik an Anfragen und wie viele Sie davon annehmen können, ob Sie daraus irgendwelche Daten oder Ideen dazu ableiten können. Ich brauche zu den Voranmerkungen, wenn es recht ist. Ja, Stefan Kessler sagt völlig zu Recht, ein Schauplatz bei der Vorstellung Kinder mit Familien in Haft. Diese Vorstellung gibt es schon, nämlich am Frankfurter Flughafen. Mein jüngster Mandant, halbes Jahr alt. Ja, also das ist nicht irgendwas, was in Dessau erst erfunden werden wird, sondern im Flughafenverfahren gibt es das schon. Und da werden auch Anhörungen von Kindern, die 3 Jahre alt sind, durch den Haftrichter gemacht. Ich bin da hingefahren, habe mir das angehört und wir haben das Kind dann interviewt. Die Haftrichterin hat dann sehr liebevolles Gespräch gefragt, hat dann auch gefragt, ob sie das, den übersetzten Haftantrag verstanden hat, dieses Kind. Das Kind hat gesagt, Mama hat das Kind gesagt. Ja. Also das funktioniert schon. In Bayern ist die Variante so, man sperrt die Mutter ein und steckt das Kind in die Jugendeinrichtung. Und komischerweise sagen die Gerichte immer, dass es der Zeitraum, den wir da rügen, der ist gerade noch ausreichend, um irgendwie noch keinen Schaden beim Kind herbeizurufen. 10 Tage oder 12 Tage, so, das geht gerade noch so. Ich weiß nicht, woher also die Erfahrung ist. Ich habe ja selber auch kleine Kinder gehabt, jetzt sind die schon ein bisschen größer. Und es gibt genug Erfahrung mit Kindern von strafgefangenen Frauen, die bis zum 3. Lebensalter werden ja eingesperrt können. So, dann müssen die raus. Und da gibt es Untersuchungen dazu, was passiert mit Kindern im Gefängnis, ja. Wer das wissen möchte, kann das alles nachlesen. Das ist nicht schön. So, zur Frage eben, den Gerichten kann man keinen Vorwurf machen, so wenn da nichts vorgetragen wird. Teilweise, man kann natürlich dem Gericht den Vorwurf machen, warum bestellst du denn dann keinen Anwalt? Fragst ihn, ob er arm ist und dann ordnest du den Anwalt bei und machst dann die Anhörung nächste Woche nochmal. Das ist natürlich sehr mühselig und jetzt zur Ehrenrettung der Untergerichte. Die leiden natürlich auch an diesem Zeitdruck, nicht mehr. Mir sagen teilweise die Gerichte, die haben für einen Fall, in Hannover haben die für einen Fall eine halbe Stunde. Das war so von diesen Vorgaben der Justiz. So, das geht natürlich nicht, wenn der Haftantrag 53 Seiten hat mit Anlagen, das kann nicht klappen. Ja. Aber die Gerichte könnten natürlich sagen, okay, ich ordne einen Anwalt bei, wir sehen uns hier irgendwie übermorgen wieder und dann trägst du uns das vor. Also insofern, so ein kleiner Vorwurf kann man den Gerichten dann doch schon machen. Jetzt die Fragen ja zu den Anwältinnen und Anwälten, Fachanwältinnen und Fachanwälte. Anwalt allein reicht ja und hilft ja auch nicht. Ich sehe das gelegentlich, wenn ich Verfahren übernehme von Kolleginnen und Kollegen. Also das muss man sich nicht vorstellen, dass bloß weil da der liebe Anwalt kommt, dass alles gut läuft. Der muss ja auch Ahnung haben und Lust haben, sich daran einzuarbeiten und sofort zu reagieren. Das ist nicht nur bei den Gerichten unbeliebt, sondern auch bei Anwältinnen, weil sie ihren ganzen Tag wird über den Haufen geschmissen, wenn sie auf einmal eine Beauftragung bekommen eines aktuell Inhaftierten. So, dann müssen die möglicherweise hingehen, so. Oder sie müssen, ich mache das bundesweit, sie müssen irgendwo hinfahren, dann ärgert man sich mit den Gerichten, die einen irgendwie mit so einer Ladungsfrist von 3 Stunden nach Ingolstadt laden oder so. Oder Karlsruhe hat mir mal 28 Minuten Zeit gegeben, um da hinzufahren. Das ist alles misslich als Anwalt. Da macht man lieber Sachen, die ein bisschen Ruhe vertragen. Und dann ist es nicht, leider nicht so richtig gut bezahlt. Teilweise ist es eben gar nicht bezahlt. Die Leute haben kein Geld mehr. Im Zweifelsfall hat der Strafverteidiger das letzte Geld genommen, was sie hatten. Wenn es Leute waren, die vorher in Strafhaft waren. Ja. Aber das ist auch ein Systemfehler. Bei uns läuft das ja über die, der Anwalt kann beigeordnet werden, wenn der Mensch arm ist. Ja, also bedürftig heißt das so, also hat kein Geld. Das haben die ja meistens. Oder muss die Sache aussieht, auch Erfolg haben. Das hat es eigentlich fast immer. Aber
wenn der Anwalt sagt, du, ich mache das für dich in München, gib mir 1000 Euro, sagt er, ach nee, die nehme ich im Zweifelsfall lieber mit in mein Heimatland. Das kann man dem überhaupt nicht verübeln. Ja, und das heißt, eigentlich läuft das nur, wenn sie umsonst arbeiten, in der Hoffnung, dass sie hinter das Verfahren gewinnen. Das dürfen sie als Anwalt aber nicht. Ich habe genug Verfahren bei meiner Anwaltskammer gegen mich geführt bekommen. Immer wieder zeigen mich gerade die Ausländerbehörden, Bundespolizei ist da ganz stark drin, zeigt mich an, weil ich umsonst arbeite für Leute. Das will ich mal sehen, ob das nicht möglich ist. Ja, also die Kammer hat das bisher immer eingestellt, aber das ist natürlich ein Kardinalfehler. Sie dürfen als Anwalt nicht, sie kriegen keinen Anwalt als Betroffener gestellt und sie dürfen als Anwalt, wenn sie jemanden vertreten wollen, nicht umsonst für den arbeiten. So, und wie findet man daraus? Keine Ahnung. Wie finden Sie einen Anwalt? Sie müssen vor Ort versuchen, Beratungsstrukturen zu schaffen und es muss vor allen Dingen, das Recht ist eigentlich nicht schlecht, unser Verfahrensrecht. Ja? Also es ist super. Sie haben in keinem anderen freiheitsentziehungsrechtlichen Bereich, den ich kenne, ein derartig luxuriöses Rechtsschutzsystem. Und Anwalt, Anwältin kann auch jeder von Ihnen spielen, nämlich als Vertrauensperson. Und der BGH hat ja eine super Entscheidung, finde ich hervorragend, was sie da gemacht haben mit dem Haftaufführungsverfahren, Frau Schmidrensch, dazu getroffen. Vertrauensperson ist diejenige Person, von dem der Betroffene meint, dass das seine Vertrauensperson ist. Ich verkürze das jetzt mal. Und diese Person kann Anträge stellen, die kann ihn besuchen und so weiter und so fort. So etwas muss man nicht schaffen, aber eigentlich ist das auch eine Krücke, die unser System nicht haben dürfte. Eigentlich ist das genuin anwaltliche Tätigkeit, finde ich. So, wenn man Menschen einsperrt, dann muss man denen auch den Anwalt zur Seite stellen. Ansonsten ist das ja bitter. Und es machen viel zu wenig Anwälte. Da muss man auch den Anwältinnen und Anwälten leider so ein bisschen auch eine kleine Mitverantwortung geben. Ich finde schon, dass das, also ich sehe das so, ich bin ja hier nicht nur Anwalt, so, sondern ich bin halt auch Teil dieser Gesellschaft, Zivilgesellschaft. Ja, und wenn wir uns als Gesellschaft das leisten, so etwas zu machen, Menschen einzusperren für Monate, um sie von A nach B zu bringen, dann müssen wir uns darum kümmern. Also nicht nur Sie, alle, die dazuhören, sondern ich natürlich auch. Ich bin ja hier auch Privatperson. Das läuft ja auch in meinem Namen, was hier passiert. Nicht nur in Ihrem, sondern auch in meinem. Also, aber es kann nicht so sein, dass das irgendwie nur 10 Anwälte in Deutschland vernünftig machen. Und wie gesagt, das System ist nicht schlecht. Sie haben jede Menge Möglichkeiten, Rechtsschutzmöglichkeiten. Frau Schmidrensch, weiß nicht, ob Sie das richtig finden, dass das immer bis zum BGH gehen kann. Fast immer haben die ja auch mal versucht, irgendwie als BGH. Ich bin sicher, dass das da auch nicht mit großer Begeisterung irgendwie aufgenommen wurde, dass die dann da irgendwie in letzter Instanz nicht zugeteilt wurden. Aber sie machen das ja sehr gut da. Aber in vielen anderen Bereichen haben sie nicht so gute Rechtsschutzmöglichkeiten. Nur wir müssen in die Verfahren gehen. Und das können Sie als Anwältin und Anwalt machen, das können Sie auch als Vertrauensperson machen. Und dazu kann man ja jede Menge Fortbildungen auch buchen. Und wenn die Menschen am Tage 1 vernünftig vertreten werden würden, würde das hier anders laufen. Ich bin total sicher. Und dann würden wir uns über sowas wie Utopie, Abschiebungshaft überhaupt nicht unterhalten müssen. Dann würden sicherlich weitere Menschen in Haft sitzen, nach den Regeln, die wir uns geben, momentan wahrscheinlich zu Recht. Aber die Zahlen, diese irrsinnigen Zahlen, die wir haben, und ich will gar nicht von 50%, das ist nicht das Thema, 40, 30, 20, 10% rechtswidrige Haft wäre mir immer noch viel zu viel. Überall wird, wo gearbeitet wird, passieren Fehler. 1% Fehler, 1%ige Fehlerquote, okay. Bei Verfahren, um Menschen von A nach B zu bringen, von Deutschland nach Italien, nach Österreich. Deshalb sowas wochenlang dauert, verstehe ich sowieso nicht. Also mir ist das völlig unklar, warum man Menschen Wochen oder Monate lang einsperren muss, um sie nach Frankreich oder Italien oder Schweden zu bringen. Aber 1%ige Fehlerquote würde ich akzeptieren. Und solange wir die nicht haben, sind wir alle gefordert, uns dazu engagieren. Ganz einfach. War das beantwortet jetzt, die Frage? Ja. Ich persönlich habe die Frage ja nicht gestellt, deswegen hoffe ich das jetzt einfach mal, dass es für die Menschen, die die Fragen im Chat gestellt haben, auch so ist. Das waren soweit die Fragen aus dem Chat. Aber vielleicht eine Frage an Sie, Frau Mokre, noch, die jetzt gerade kommt. Eine Utopie ohne Abschiebehaft. Warum lassen wir die Menschen nicht einfach ihr Leben leben? Denn das ist ja vielleicht die offensichtlichste Alternative. Ja, ja, sicher. Also das sage ich dann ja, nicht? Irgendwie. Wissend, dass das jetzt nicht so einfach ist, da waren wir ja am Anfang schon. Nicht? Aber eben, also wenn wir über Utopie sprechen, dann denke ich auch, also dorthin sollte es gehen.
Ich bin auch, also wenn ich, um das nur ganz kurz jetzt da einzufließen, ich bin auch ganz d'accord mit dem, was die Professor Schmidt-Reinsch gesagt hat über die fehlende Migrationspolitik. Und das sehe ich auch also in Österreich sehr deutlich und auch konkret bei dem Problem, einen Übergang zu finden, eben von einem Titel zu einem anderen. Also irgendwo kam da auch dieses Kosovo-Beispiel. Ne? Wir haben jetzt in Österreich, also es gibt die Möglichkeit für jugendliche Asylwerber und Asylwerberinnen eine Lehre zu machen. Und dann gab es das Problem, dass die Leute aus der Lehre abgeschoben wurden. Und das wurde jetzt ja so verändert. Die dürfen also auch, wenn sie einen negativen Asylbescheid haben, ihre Lehre fertig machen. Und ich beschäftige mich jetzt gerade mit einer Geschichte, wo ein Afghaner seine Lehre fertig gemacht hat. Und zwar als Zimmermann, das machen nicht besonders viele Leute bei uns. Und sein Chef möchte ihn gerne behalten. Und das geht nahtlos nicht. Das heißt, was wir jetzt tun, und das wird uns auch gelingen, es ist nur super sinnlos, wir bringen ihn aus der EU raus, also nicht nach Afghanistan, irgendwo hin, ne, wo er dann 3 Monate irgendwie absitzt, wo man natürlich dann ein Visum noch, whatever it is, Serbien brauchen, damit er dann wieder legal mit einer Rot-Weiß-Rot-Karte kommen kann. Das kann man spielen, das werden wir auch machen, aber es ist wirklich für genau gar nichts gut. Nicht? Und also da auch so ein bisschen eben, also das... Also ich bin sehr, sehr für diese, für verschiedenste Evaluierungen, und zwar nicht nur in Bezug auf die Schubhaft, sondern wirklich auch auf was, auf so migrationspolitische Sinnlosigkeiten, die sich abspielen. Musafa, ich übergebe wieder an dich. Die Chat-Fragerunde sozusagen ist vorbei. Okay, ich dachte, es wären noch Fragen reingekommen. Vielleicht habe ich die auch später gesehen, weil ich kann das manchmal leider gerade nicht so überblicken. Aber wenn keine Fragen mehr sind, dann waren es das. Also vielleicht ist es auch später hier aufgeploppt. Dann würden wir, also vielen herzlichen Dank an Sie, Frau Professorin Schmidt-Reinsch. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Mokre. Vielen Dank, lieber Peter, lieber Stefan. Bevor wir die Diskussion schließen, würde ich vielleicht gerne nochmal zusammenfassend ein Abschlussstatement von euch haben, die wichtigsten Punkte vielleicht nochmal machen innerhalb von einer Minute. Das wäre, glaube ich, super, maximal einer Minute, wenn es geht. Wir haben viel gehört. Ich glaube, wir haben relativ systematisch Punkte versucht zu besprechen. Bevor wir aussteigen, noch ein Abschlussstatement. Da würde ich gerne anfangen mit Professorin Schmidt-Reinsch. Ja, ich habe 2 Wünsche. Der erste Wunsch ist, dass die Ausländerbehörden sich bemühen, möglichst den Leuten hier ihr Leben zu lassen, wenn das irgendwie machbar ist. Ich glaube, da geht eine ganze Menge. Und das zweite, was ich mir wünschen würde, ist, dass die Betroffenen in der ersten Instanz schon anständig vertreten werden, damit man aus dem Fall auch was machen kann und nicht die Hälfte unter den Tisch fällt und dann sozusagen im Endergebnis schlechte Entscheidungen herauskommen. Ja, dann Frau Dr. Monke. Ja, also herunterbrechen sozusagen von der Utopie, die Menschen einfach dort leben zu lassen, wo sie leben wollen, denke ich, was jetzt, glaube ich, auch in der Runde mehrfach gesagt wurde, zumindest die Menschen, die man brauchen kann oder wo man sich überlegen kann, wie man sie brauchen kann, dass man denen nicht völlig sinnlos Steine in den Weg legt oder vielleicht auch versucht, eher zu ermöglichen als zu verunmöglichen, plus eben Grundrechte, und da gibt es diverse aus der Genfer Konvention, aber auch, weil das hier angesprochen wurde, eben auch Kinderrechte, wo für mich auch dazu gehört, dass die Kinder von Personen, die abgeschoben werden sollen, wo die Kinder zum Beispiel eine österreichische Staatsbürgerschaft haben, weil ein Partner halt Österreicher ist, dass man auch diese Rechte in stark berücksichtigen sollte. Und ja, was sehr häufig nicht passiert. Und dass eben, also Kinder, egal welche Nationalität, mit dem gleich behandelt werden soll. Dann würde ich das Wort gerne geben an Peter Farusch. Ja, ich bin bei Frau Schmidt-Reinsch. Behörden besser arbeiten. Betroffene vom Tag 1 an vernünftig vertreten, das wäre schon was. Engagement der Zivilgesellschaft ist total wichtig in dem Bereich. Das fehlt weiterhin völlig. Diese Leute sind auch nicht auf unserem Radar. Evaluierung, das ist das A und O, ohne das kommen wir nicht weiter. Und es hat auch gute Gründe, warum das nicht gemacht werden wird. Das ist übrigens ein bisschen peinlich für die ganzen rechtssoziologischen Fakultäten, die wir haben. Überall trage ich das irgendwie wie so eine Monstranz vor mir, sage, macht doch mal, ne? Ihr evaluiert euch zu Tode, aber das, da geht keiner ran.
So, es gibt irgendwie zwei Promotionen dazu, die sind irgendwie halbwegs, naja, geht so. Worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben, sind Konsequenzen rechtswidriger Haft. So, das ist irgendwie in Deutschland auch so eigentlich ein relatives Trauerspiel. Das hat nämlich keinerlei Konsequenzen, nachdem der BGH, nicht der Senat von Frau Schmidt-Rentsch, jetzt im letzten Jahr entschieden hat, dass es eigentlich keine Bindungswirkung gibt der Haftentscheidung in der Entschädigungsgerichte. Ist es irgendwie alles ziemlich gruselig geworden. Das heißt also, die ist jeweils keine Aufforderung der Behörden, jetzt sorgfältiger zu arbeiten. Man könnte auch an Kriminalisierung denken, bestimmter Behörden, die immer wieder das gleich falsch machen. Ich habe solche Erhebungen auch so. Das sind immer dieselben Behörden, die alles falsch machen. Und daneben sitzen die Behörden, die alles richtig machen. Ein weiterer Punkt ist, kein Staat, aber auch keine Kommune ist verpflichtet, Haftanordnungen zu stellen. Ja, das ist, es gibt kein Gesetz dazu. Vielleicht kann man auch politisch da mal an seine Landrätinnen und Landräte rangehen und sagen, warum macht ihr das eigentlich? Denn im Nachbar, ich habe das in Hannover, die Stadt und die Region, wenn man Bürgern wohnt in der Stadt, dann passiert es relativ selten in der Region, relativ häufig oder umgekehrt, nicht wahr? Aber keine Kommune ist verpflichtet, das zu machen. Man kann auch andere Maßnahmen ergreifen. Und letzter Punkt, das, was wir hier haben, Abschiebungshaft, ist schon gruselig genug, aber ein bisschen noch unter Kontrolle. Was überhaupt nicht unter Kontrolle ist, ist der reine Abschiebungsvollzug. Wie die aus dem Gefängnis in die Flugzeuge reingehen. Und das ist wirklich terra incognita, pur. Und das wäre vielleicht ein Forum für das nächste Mal, 30. August 2021. Vielen Dank, Peter. Stefan, abschließend möchte ich bitten, Stefan Kessler, stellvertretender Direktor des Jesuitischen Flüchtlingsdienstes und Referent für Politik und Recht, die abschließenden Worte geben und gerne auch von dir eine Zusammenfassung, wenn es geht, innerhalb von einer Minute stellen. Solange es nicht der Abschluss Segen sein soll, dazu habe ich mangels Priestertum keine Kompetenz. Ich plädiere wahrscheinlich auch im Sinne der Organisatorinnen und Organisatoren dieser Veranstaltung für eine Fortsetzung des politischen Engagements zu diesem Thema. Wir müssen wieder dazu kommen, dass unsere eigene Gesellschaftsordnung, unsere eigene Verfassungsordnung auch im Bereich der Abschiebungshaft eine größere Rolle spielt, dass der einzelne Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die Effektivität von Abschiebungen. Wir müssen dazu kommen, dass die einzelnen Menschen nicht bloße Objekte staatlichen Handelns werden, sondern als eigene Akteure, als eigene selbstständig handelnde Subjekte wahrgenommen und behandelt werden. Vielen Dank. Wir möchten noch darauf hinweisen, die Veranstaltung, wir hatten es anfangs gesagt, ich weiß es nicht, wurde organisiert von der Kampagne 100 Jahre Abschiebehaft, der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche und dem Erich-Kästner-Verein bzw. der Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern. Wir sehen es gerade im Chat, wurde gecheckt, es gibt eine Website 100-Jahre-Abschiebehaft.de, das ist der Versuch, alle Aktivitäten, die es in Deutschland gibt, auch den Bereich der Abschiebehaft zu bündeln. Dort finden sich Informationen zu Abschiebehaftgefängnissen, zu Kontaktgruppen, die in den Abschiebehafteinrichtungen beraten, aber auch Veranstaltungen zum Thema Abschiebungshaft und Hintergrundinformationen finden sich auf dieser Seite. Es gibt einen Verteiler, wo regelmäßig Infos und News zur Thematik rübergehen. Und es ist der Kurt-Eisner-Verein, Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern, der die Veranstaltung mitgesponsert hat. Müssen wir uns auch bedanken. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, 100-Jahre-Abschiebehaft, dort sind noch. Und noch ein Hinweis im Chat, dass die Veranstaltung auch auf YouTube noch nachgesehen werden kann. Ich danke mich nochmal herzlich an alle Teilnehmenden und natürlich auch an die Menschen vor den Geräten zu Hause und wünsche noch einen schönen Tag.